In einer Welt, in der Online-Spiele die Realität geworden sind, gibt es ein Spiel, das alle anderen in den Schatten stellt. Shangri-La Frontier. Das Spiel ist so komplex und umfangreich, dass es nur die besten Spieler der Welt meistern können. Willkommen bei Anime Archiv, deiner Nummer 1 für deutsche Anime-Zusammenfassungen. Den Namen des Anime sowie eine Kapitelübersicht der einzelnen Episoden findest du unten in der Videobeschreibung. Als ein gigantischer Drache zu zerbröckeln und auszubrechen beginnt, jubelt eine blonde Frau namens Faeria aufgeregt, dass der dunkle Herrscher endlich besiegt sei. Vor ihr steht ein seltsamer Mann namens Sanraku, der sowohl im Gesicht als auch am Gesäß nur Unterhosen trägt, den Drachen mit einem Lächeln betrachtet und auf einen bestimmten Moment wartet, in dem die Sonne über ihnen scheint. Sobald der Himmel aufklart, behauptet die Frau hinter dem Mann, dass sie es dem Mann Sanraku zu verdanken hat, dass er den dunklen Herrn besiegt hat. Sie fügt auch hinzu, wie sehr sie beide auf diesen Moment hingearbeitet haben und behauptet, dass es eine lange und harte Reise war. Schließlich ergreift Sanraku das Wort und sagt ihr, dass dies der beste Moment seines Lebens gewesen sei. Als beide froh sind, dass nun alles vorbei ist, zeigt Sanraku, dass er überhaupt nicht auf ihrer Seite ist und greift sie überraschend an, während sie es nicht bemerkt. Bevor er sie tötet, lässt Sanraku sie wissen, dass er sie zu ihrem rechtmäßigen Platz beim dunklen Lord schickt und dieser Platz ist die Hölle. Als Faeria stirbt, wird enthüllt, dass diese ganze unlogische Sache nur ein Spiel war, das ein einsamer, eingeschlossener Junge mit einer VR-Ausrüstung gespielt hat. Der Junge nimmt seine VR ab und führt einen Siegestanz auf, da er endlich seine eigene Einfallsenergie besiegt hat und nun ein Giga-Chat ist. Dies ist die Geschichte des einsamen Jungen in einem Zeitalter, in dem normale Spiele als Retro gelten und vollständig immersive VR-Spiele wie das gerade genannte zur Norm geworden sind. Unter dieser kleinen Anzahl von bedeutenden Werken liegt ein riesiger Haufen von Veröffentlichungen von Trash-Games. Die meisten Menschen verachten Trash-Games, weil sie Müll sind, aber nicht unser Protagonist. Er sucht diese Trash-Games genüsslich aus und spielt sie eins nach dem anderen, weil er diese Müllstücke ziemlich amüsant findet. Der Junge, dessen richtiger Name Rakuro Hisotome ist, ist ein Oberschüler, der nie zur Schule geht und gleich nachdem er das letzte Trash-Spiel beendet hat, wartet er sehnsüchtig auf das nächste. Wegen seiner Jagd nach Trash-Games wird er von den Normen dieser Welt als Freak bezeichnet und er nennt sich selbst stolz einen Trash-Game-Hunter. Ein neuer Tag bricht an und Rakuro beschließt tatsächlich zum ersten Mal zur Schule zu gehen. Als er sich zum Gehen bereit macht, bemerkt er einen Schmetterling, der herumfliegt und sagt ihm, er solle ihn schnell fangen, was bedeutet, dass seine Mutter eine Faszination für Insekten hat. Er verlässt sein Haus und geht zu seiner Schule, wo er einfach alle ignoriert, während er in seine Klasse geht. Ein misstrauisches Mädchen namens Rei verrät ihm, dass sie Rakuro ausspioniert und übt ihre Sprüche, um mit ihm zu reden. Als sie bei dem Gedanken, ihn anzusprechen, errötet, ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie in ihn verknallt ist. Natürlich bemerkt Rakuro das nicht und geht direkt in seine Klasse, ohne ihre Existenz überhaupt zu bemerken. Nach der Schule verlagert sich die Szene in ein Spielegeschäft, wo die Ladenbesitzerin ein Plakat über ein mögliches neues VR-Spiel an der Wand anbringt. Das Mädchen, das in Rakuro verknallt ist und Rei heißt, kommt in den Laden und offenbart ihre wahren Absichten, nämlich zu sehen, ob Rakuro da ist. Die Ladenbesitzerin erfährt auch, was Rei vorhat, hat Mitleid mit ihr und sagt ihr, dass Rakuro heute nicht in den Laden gekommen ist. Als Rei vor Verlegenheit zu erröten beginnt, nimmt die Ladenbesitzerin sie noch mehr auf den Arm und sagt ihr, dass sie ein glückliches Mädchen sei, so jung und verliebt zu sein. Als die Ladenbesitzerin merkt, wie sehr Rei in Rakuro verliebt ist, verrät sie ihr eine vertrauliche Information. Rakuro ist gerade damit beschäftigt, ein ganz besonderes Trash-Spiel zu knacken und hat deshalb keine Zeit, nach der Schule hierher zu kommen. Rei fragt die Ladenbesitzerin nach diesem besonderen Spiel und erfährt, dass er gerade Fiera Chronicle online spielt. Aber wir wissen, dass Rakuro mit diesem Spiel schon fertig ist, also muss er bald hierher kommen. Rei weiß das natürlich nicht, also fragt sie sich, ob sie so ein Spiel besiegen kann. Die Ladenbesitzerin gibt ihre eigene Meinung dazu ab und sagt, dass eine Frau nicht in der Lage sei, so ein völlig absurdes Spiel mit schrecklicher Kampfmechanik zu schlagen. Rei vergisst also, dieses Spiel zu spielen und fragt die Ladenbesitzerin stattdessen nach den Voraussetzungen für das Spiel. Natürlich ist auch das trashig, aber die Ladenbesitzerin erwähnt, dass der Spieler nur Shorts und Gesichtsmasken tragen darf, wenn er gegen die Endgegner des Spiels antritt. Beide finden das absurd, aber sie halten es für vernünftig, da es sich ja schließlich um ein Trash-Game handelt. Während sie noch darüber reden, kommt Rakuro in den Laden, sieht ganz müde aus und fragt die Ladenbesitzerin, ob sie irgendwelche anständigen Trash-Spiele hat. Als die Ladenbesitzerin ihn sieht, wird sie ganz aufgeregt und versucht, ihn Rei vorzustellen. Aber als sie sich zu der Stelle umdreht, an der sie vorhin stand, stellt sie fest, dass sie bereits weggelaufen ist.
Also vergisst die Besitzerin die Sache und wechselt das Thema, indem sie Rakuro fragt, ob er das Spiel Faeria Chronicles, das er vorhin zu besiegen versuchte, geschafft hat. Rakuro erzählt ihr daraufhin freudig, wie sehr er es genossen hat, diesen spektakulären Müllhaufen zu beenden, und erwähnt ausdrücklich, dass die Nebenfigur in diesem Spiel namens Faeria ihn genervt hat und er sie deshalb vor dem Ende des Spiels getötet hat. Er fängt an, alles auf die Nebenfigur zu schieben und behauptet, dass alles, was von Punkt A des Spiels bis Punkt B schiefläuft, an ihr liegt. Außerdem beschuldigt er Faeria, inkompetent zu sein, da sich durch sie die Situation verschlimmert, was schließlich zum Tod der Dorfbewohner und Gruppenmitglieder führt. Aber immer wenn die Schuld bei ihr gesucht wird, schafft sie es irgendwie, alles auf die Person zu schieben, die nichts damit zu tun hat, und kommt mit ihren Verbrechen davon. Aus diesem Grund hasst Rakuro Faeria bis aufs Blut und tötet sie am Ende des Spiels mit aller Macht. Er schimpft ständig darüber, wie sehr er Faerias ganze Existenz hasst, und das ärgert sogar die Ladenbesitzerin. Er erklärt auch, wie er sie tatsächlich getötet hat, und erklärt, dass das Spiel den Spielern nach dem Tod des Endgegners eine 3-minütige Pause gönnt, um sich zu erholen, und dass er diesen Moment offenbar als Schlupfloch genutzt hat, um Faeria zu töten. Wie auch immer, Rakuro selbst macht weiter und bittet die Ladenbesitzerin, ein Trash-Spiel zu finden, das noch mehr Müll ist als Faeria Chronicles. Die Besitzerin behauptet jedoch, keins zu kennen, und so sagt sie ihm, er solle doch einmal ein Spiel ausprobieren, das kein Schund ist. Sie zeigt ihm das Plakat, das sie zuvor aufgehängt hat, und sagt ihm, er solle dieses Spiel ausprobieren, das Utopia heißt. Sie ist der Meinung, dass jeder Spieler ab und zu eine Abwechslung brauchen sollte, und rät ihm erneut, ein Spiel auszuprobieren, das kein Schund ist. Sie erklärt ihm, dass Utopia, oder in japanischen Worten Shangri-La Frontier, auch ein vollständig immersives VR-Spiel mit über 30 Millionen Spielern im ganzen Land ist. Rakuro beschließt schließlich, es auszuprobieren, und fragt die Besitzerin nach weiteren Informationen über das Spiel. Sie erklärt, dass Utopia ein unterhaltsames Spiel ist, das ein großes Publikum ansprechen soll. Sie behauptet sogar, dass es ein Spiel mit einem gottgleichen Schwierigkeitsgrad ist. Er geht zurück in sein Zimmer und fragt sich immer noch, ob ein Trash-Game-Jäger wie er tatsächlich ein anständiges Spiel spielen sollte. Er sieht sich die Analysen des Spiels im Internet an und erfährt, dass es im letzten Frühjahr veröffentlicht wurde und auch einen Guinness World Record für die meisten Spieleranmeldungen erhalten hat. Aber das allein beeindruckt Rakuro nicht, also beschließt er, zuerst das Konzept des Spiels zu überprüfen. Er recherchiert erneut im Internet und findet heraus, dass es in einer Welt spielt, in der eine Kolonieflotte aus dem Weltraum kam und ausstarb. Zuvor haben sie doch eine neue Gesellschaft zurückgelassen, und tausende von Jahren später lebt die neue Kolonie nun auf einem etwa mittelalterlichen technischen Niveau. Das Spiel ist so aufgebaut, dass man mühelos Sci-Fi-Elemente einbauen kann. Ganz im Gegensatz zu Faeria, das so schlecht ist, dass die Hasser verzweifelt nach rettenden Eigenschaften suchen. Außerdem wird das Spiel von allen so geliebt, dass die wenigen Hasser von den Zehntausenden von Fans völlig übertönt werden. Als Rakuro all dies hört, beschließt er schließlich, das Spiel auszuprobieren, und schließt es an seinen PC an. Als er dann sein VR-Headset aufsetzt und einschaltet, sieht er die Vorstellung der Firma, die das Spiel entwickelt hat, und die von dem genialen Programmierer Tsukuyo Tsukuri gegründet wurde. Offensichtlich ist Tsukuyo der Kopf hinter diesem vollständig immersiven VR-Spielesystem und hat sich zu einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Spielesoftwareentwicklung entwickelt. Als Rakuro das hört, ist er sich sicher, dass das Spiel gut sein wird, und fragt sich, ob es sich wirklich lohnt, etwas zu spielen, das kein Schund ist. Seine Meinung ändert sich langsam, als er sich einloggt und sich in einer weißen Leere wiederfindet. Es erscheint ein Systemmenü, das Rakuro auffordert, seine Daten einzugeben und ihm die Möglichkeit gibt, seinen eigenen Charakter zu erstellen. Rakuro wählt zuerst seinen Beruf aus, und aus tausenden von möglichen Berufskategorien wählt er den Beruf des Söldners, der mit zwei Klingen ausgerüstet ist. Als nächstes wählt er seine Herkunft und entscheidet sich für Wanderer, denn er glaubt fest an das Glück. Als nächstes beginnt Rakuro mit der Gestaltung seines Charakters und findet heraus, dass er sogar wählen kann, welche Rasse und welchen Körperbau sein Charakter haben soll. Als er die Möglichkeit erhält, eine andere Seite zu wählen, ist er völlig aus dem Häuschen, denn selbst solche Kleinigkeiten gibt es in den Trash-Spielen nicht. Also geht Rakuro beim Charakterdesign aufs Ganze und entwirft etwas so unglaublich Dämliches, dass er buchstäblich wie ein Vogelmann aussieht. Rakuro erklärt, dass ihm die Haut des Charakters sehr am Herzen liegt, da er immer gerne auf Rüstungen verzichtet, um die bestmöglichen Waffen zu bekommen. Wie auch immer, Rakuro sieht, dass es eine Option gibt, die Startausrüstung eines Spielers zu verkaufen, bevor er das Spiel überhaupt begonnen hat. Das macht er natürlich und erzielt damit einen riesigen Gewinn, der in der Zukunft von Bedeutung sein wird.
Dann gibt er seinem Spieler wieder den Namen Sanraku und überspringt den Prolog komplett. Als das eigentliche Spiel beginnt, findet sich Rakuro in einem sehr lebendigen Wald wieder, wo er zunächst die Spielmechanik ausprobiert und feststellt, wie toll diese Welt gestaltet ist. Er öffnet die Karte, um zu sehen, wo er sich befindet, und beschließt, sich in ein zufälliges Gebiet zu begeben, anstatt in die übliche Startstadt, die für die Spieler vorgesehen ist. Er geht in eine zufällige Richtung, um die nächste Stadt zu erreichen, als ihn ein Goblin angreift. Natürlich besiegt er den Goblin mit Leichtigkeit und steigt sofort auf, aber dann überfällt ihn ein Kaninchen, das sich als viel bösartiger erweist als ein mickriger Goblin. Doch Rakuro erweist sich als noch stärker und besiegt das wilde, starke Kaninchen, wodurch er auf Rang 4 hochgestuft wird. Dadurch lernt er eine neue Fähigkeit und das weckt in ihm den starken Wunsch, verschiedene Kampfstile auszuprobieren. Apropos ausprobieren, Rakuro fragt sich, ob er in diesem berüchtigten Spiel irgendwelche Bugs findet. Aber da es angeblich keine gibt, hat er das Gefühl, dass er seine Fähigkeiten auf die Spitze treiben kann. Das tut er auch und fängt an, so viele Punkte zu grinden, dass er nach kurzer Zeit auf Stufe 12 aufsteigt. Dadurch bekommt er mehr Fertigkeiten in sein Inventar und wird vielseitiger in seinen Angriffen. Jetzt, wo es dunkel wird, denkt Rakuro, dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, um in die nächste Stadt zu gehen und zu sehen, worum es in diesem Spiel wirklich geht. Am Ausgang einer nahegelegenen Stadt sehen mehrere Menschen etwas, das sie erstaunt hat. Ihre Kinnladen fallen herunter und wir sehen, dass es jemand ist, der eine riesige Rüstung trägt. Dies ist die Stadt Firstia. Die Stadtbewohner sehen, dass diese Person eine hochstufige Ausrüstung und das Wappen eines leistungsorientierten Clans trägt. Die ahnungslosen Leute fragen sich, was so jemand dort zu suchen hat, und wir können an der Stimme erkennen, dass es sich um ein Mädchen handelt. Sie prüft alle Namen der Leute vor ihr und erinnert sich daran, dass Rakuro allen seinen Figuren denselben Namen gibt. Er ist jedoch nicht da, was seltsam ist, da alle Spieler, die mit dem Spiel beginnen, nach Firstia kommen. Zurück im wirklichen Leben sehen wir, dass Rakuros Stalkerin keine Grenzen kennt, da sie es war, die ihn im Spiel gesucht hat. Zurück bei unserem taubengesichtigen Helden beginnt er seinen Angriff auf die Schlange mit ihrer Seele, die ihn hypnotisiert, als wäre sie von einem Engel gestohlen worden. Rakuro beschließt, ihre Muster zu beobachten und weicht einigen ihrer Angriffe aus. Der geniale Gamer stellt fest, dass sie immer noch ein Boss für Anfänger ist. Ihre Bewegungen sind leicht zu lesen und er hat keine Insta-Kill-Moves. Die Glaskanone erkennt, dass er dieses Ding besiegen kann, ohne einen Treffer zu kassieren, denn selbst ein Treffer würde ihn töten. Rakuro weicht einem weiteren Angriff gekonnt aus, aber seine Waffe zerspringt. Er wusste, dass sie nicht mehr lange hält, aber er kann nicht glauben, dass sie schon beim ersten Treffer zerbrochen ist. Er sieht, dass Prinzessin Ich hab die Haare schön harte Schuppen hat und beschließt, dass es Zeit ist, seine süßen Blutklingen auszuprobieren. Rakuro geht zum Angriff über, während er sagt, dass er Schlangenfilet machen wird, aber er wird von einem lila Zeug überrascht, das die Prinzessin Ich hab die Haare schön ausspuckt. Sein erster Gedanke ist, dass es sich um Kot handeln könnte, aber eine Anzeige verrät, dass es sich um Gift handelt und er alle 10 Sekunden Schaden erleidet. Mr. Federgesicht merkt, dass er die Schlange und ihr wunderschön wallendes Haar unterschätzt haben könnte. Unser Gott der Trash-Spiele sagt der Schlange, dass er schon Trash-Spiele mit weitaus billigeren Mechaniken besiegt hat und dass ein bisschen Kackerschleudern nicht ausreichen wird, um ihn zu besiegen. Rakuro denkt darüber nach, dass das Gift ihm alle 10 Sekunden einen Schaden zufügt, was bedeutet, dass er noch etwa 4 Minuten Zeit hat, also braucht er einen zuverlässigen Weg, um kritische Treffer zu landen, wenn er sie besiegen will. Unser Vogelmann benutzt sein Vogelgehirn, um festzustellen, dass kritische Treffer in diesem Spiel nicht zufällig ausgelöst werden. Sie scheinen ausgelöst zu werden, wenn ein Angriff auf ideale Weise ausgeführt wird oder wenn ein Gegner an einem Schwachpunkt getroffen wird. Die Schlange ist jedoch nicht nur modisch, sondern ihr Körper ist mit super zähen Schuppen bedeckt, sodass er zu dem Schluss kommt, dass ihr Schwachpunkt ihr Kopf sein muss. Die Schlange, die ihr schickes Haar sehr gut schützt, blockt seinen Angriff ab, was Rakuro zu der Erkenntnis bringt, dass es nicht einfach sein wird, einen Angriff auf ihren Kopf zu landen. Stattdessen beschließt er, sich einen eigenen Schwachpunkt zu schaffen und setzt die Bewegung Schraubenpierce ein, um den Körper der Schlange zu durchbohren. Er greift weiterhin das Loch an, das er gemacht hat, und dieser absolute Gamergott stellt fest, dass sich die defensiven Eigenschaften eines verwundeten Abschnitts ändern, sodass dort kritische Treffer ausgelöst werden können. Die Schlange schreit dramatisch vor Schmerz und ihr wunderschönes Haupthaar weht durch den Wind wie in einer Shampoo-Werbung. Rakuro hackt auf sie ein, da seine Zeit abläuft, aber er hat keine Ahnung, wie viele HP die Schlange hat und ist sich nicht sicher, ob er es schaffen wird. Er wird zurückgedrängt und Rakuro wird klar, dass ihn das Besiegen von Trash-Spielen im Internet ziemlich übermütig gemacht hat.
Als er sich in dieses Spiel für Gelegenheitsspieler stürzte, dachte der eingebildete Pfau, dass er leicht zu treffen sei und keine Erholungsgegenstände benutzen müsse. Aber er war einfach nur arrogant und die Schlange verschlingt ihn. Rakuro ist noch nicht fertig und setzt seine Blitzkonterbewegung ein. Er gewinnt die Oberhand, indem er sich eine Haarlocke schnappt, die so schön ist, dass sie mit dem Schwanz eines Einhorns mithalten kann. Eine letzte Schraube ins Gesicht lässt ihren Kopf explodieren und wir verabschieden uns von der friseurbegeisterten Schlange. Rakuro könnte nicht glücklicher sein, denn er steigt auf, nachdem er die alte Kackschlange besiegt hat. Seine Beute ist gut genug, um einen guten Preis zu erzielen, aber er merkt, dass seine Gesundheit immer noch abnimmt. Er hat keine Zeit, seine Attributspunkte zu verteilen und steckt alles in Ausdauer und Beweglichkeit. Der Vogel macht sich auf den Weg zurück in die Stadt, um ein Gegenmittel zu kaufen, merkt aber, dass er nicht weiß, wo die Läden sind und ist sich sicher, dass er es nicht mehr rechtzeitig schaffen wird. Er kann nicht einmal seinen Respawn-Punkt registrieren, da er noch nicht weiß, wo die Gasthäuser sind. Aber er hat keine andere Wahl, als so schnell wie möglich zu rennen, als wäre er auf einer wilden Verfolgungsjagd. In der Stadt sehen wir, dass ein Typ namens Yamamoto überglücklich ist, dass er das Mädchen, in das er verknallt ist, nach 3 Monaten endlich dazu gebracht hat, mit ihm SLF zu spielen. Ihr Name ist Mia. Dieser Romeo hat sich in die Rolle des ratsuchenden Veteranen manövriert und will sich diese Chance nicht entgehen lassen. Leider wird seine intime Begegnung von unserem rasenden Verrückten unterbrochen und Mia hält ihn für ein Monster. Yamamoto weist sie darauf hin, dass es einen Namen hat, also muss es ein Spieler sein. Das verrückte Mädchen meint, sie sollten es lieber trotzdem töten, aber Yamamoto weist darauf hin, dass das Töten anderer Spieler einen Totenkopf vor den Namen setzt. Die mörderische Psychopathin überlegt es sich, entscheidet sich aber dagegen und sie fragen sich, ob der Vogel von der Giftkacke getroffen wurde. Yamamoto sagt ihm, wo das Gasthaus ist, erklärt ihm aber, dass der Respawn-Punkt erst registriert wird, wenn er im Bett ist. Im Gasthaus spricht die Rezeptionistin viel zu ruhig, während sie alle Annehmlichkeiten aufzählt, die sie zu bieten hat, sodass unser verzweifelter Held sie zur Eile drängt. Rakuro schafft es schließlich bis zu seinem Bett, um einen Respawn-Punkt zu registrieren, aber das Gift ist noch nicht geheilt und er stirbt. Rakuro kehrt in die Realität zurück und ist enttäuscht, dass er gestorben ist, aber froh, dass er keine Gegenstände verloren hat. Er beschließt, dass er sich bei dem Kerl, der ihm geholfen hat, bedanken muss, aber im Moment schätzt er nur, wie großartig das Spiel SLF ist. Unser Gott der Schrottspiele kommt schließlich in Secondia an und sucht nach Notwendigem wie einer Karte und Wiederherstellungsgegenständen. Der Vogel denkt, dass er sich eine mächtige Hauptwaffe kaufen sollte, um sein Ziel zu erreichen, in die obersten Spielränge aufzusteigen. Aber bald merkt er, dass Perverse ihn anstarren, weil er halbnackt ist und er trifft die richtige Entscheidung, indem er sich zuerst Kleidung besorgt. Er besorgt sich legit die billigsten Klamotten, die er kaufen kann, da er die Leute nur davon abhalten will, ihn komisch anzuschauen. Aber dann beschließt er seltsamerweise, dass sein Vogelkopf weniger komisch aussieht als eine Maske. In einem Waffenladen gefällt Rakuro nicht, was dort angeboten wird. Und der Verkäufer weist ihn darauf hin, dass Rakuros Hasendolche eigentlich sehr selten sind. Rakuro ist jedoch begeistert, als der Mann ihm erklärt, dass er ihm Waffen machen kann, aber er müsste die Materialien dafür erst einmal besorgen. Unser Täubchen verschwendet keine Zeit und macht sich sofort auf den Weg zu einem Gebiet, in dem es reichlich Erze gibt. Allerdings gerät sein Gefieder in Aufruhr, da er nur Stein für Stein abbaut. Er ist frustriert, weil er seit mindestens 30 Minuten seine Spitzhacke schwingt, aber nur 2 der 6 benötigten Erzstücke hat. Als hätte er nicht schon genug Sorgen mit all dem Schlamm und der schweren Spitzhacke, taucht noch ein lästiger Frosch auf, der das tut, was Frösche so tun. Dieser arme Frosch hat sich mit dem falschen Vogel angelegt. Der kleine Frosch schwimmt im Schlamm, als ob er denkt, er würde an der Olympiade teilnehmen und er hat sein unschuldiges kleines Herz auf den ersten Platz gesetzt. Rakuro dachte, sie könnten nebeneinander existieren, da es nicht so gefährlich sei, aber er stellt fest, dass der Frosch eindeutig in Materialien verwandelt werden will. Sein Angriff stößt den unschuldigen kleinen Frosch zurück, sodass er ihn fertig machen kann. Er weiß, dass der Frosch eine Hiebresistenz hat, da sein Anzug aus seiner Haut besteht und beschließt, dass er nur Knüppel- und Durchbohrungsangriffe einsetzen kann. Seine Axt ist perfekt dafür geeignet, aber er gerät wieder ins Grübeln, als er feststellt, dass der Schlamm des Sumpfes die Bewegungen eines Spielers erheblich verlangsamt. Der arme kleine Frosch findet sein Ende durch die Hand unseres schnabelgesichtigen Helden, aber es war so einfach für ihn, dass es ihn nicht einmal aufmunterte. Rakuro bemerkt, dass wegen der Sommerpause in letzter Zeit mehr neue Spieler auftauchen und beschließt, dass er alle im Rennen um die Materialien schlagen muss. Danach verblüfft Rakuro den Ladenbesitzer mit seinem ganzen Erz. Er erfährt, dass eines der Stücke etwas ganz Besonderes ist und 2 Klingen daraus hergestellt werden. Nach einiger Zeit sind sie fertig und er erfährt, dass es sich um Waffen vom Rang eines Gottes handelt.
Der sehr hilfsbereite Schmied erklärt, dass es sehr wichtig ist, eine Waffe zu verbessern. Es stellt sich heraus, dass Raising einfach nur Upgrading bedeutet. Aber es ist der Begriff, den Schmiede verwenden, die ihre Arbeit viel zu ernst nehmen und die Waffen, die sie herstellen, als ihre Kinder betrachten. Alles, woran Rakuro denken kann, ist, dass der Schmied ein NPC ist. Aber seine Sprache und seine Eigenheiten sind erstaunlich. Der NPC rät ihm, die Stadt nicht in seiner Rüstung zu verlassen, solange es dunkel ist, da nachtaktive Tiere deutlich gefährlicher sind. Er ahnt nicht, dass unser verrückter Vogelfreund der Herausforderung gewachsen ist und plant, diese gefährlichen Nachttiere zu nutzen, um seine neuen Waffen auszuprobieren und noch mehr Stufen zu erreichen. Zurück auf der Brücke sehen wir, dass die Schlange wie ein Phönix aus der Asche auferstanden ist und ihr Haar schillernder ist als 1000 Sonnen. Leider wird sie von Ray, die ihre Suche nach Rakuro fortsetzt, mit einem mächtigen Angriff empfangen. Die Stalker-Detektivin hat das gesamte Anfängergebiet nach ihm abgesucht, stellt aber fest, dass er die Schlange besiegt haben muss, ohne in der Stadt vorbeizuschauen und nun im zweiten Tal ist. Sie fragt sich, ob ein neuer Spieler so etwas wirklich schaffen kann, aber sie ist zuversichtlich, dass, wenn es jemand schaffen kann, es Rakuro sein wird. An anderer Stelle kämpft unser kampflustiges Vögelchen gegen den Golem aus dem Herrn der Ringe und er geht alles durch, was er gelernt hat. Die ersten Monster spawnen, je nachdem, ob es Tag oder Nacht ist. Die meisten nachtaktiven Monster sind genauso aggressiv und gefährlich, wie der Waffenverkäufer es gesagt hat. Das hat ihm geholfen, beim Stufenaufstieg voranzukommen und einige neue Fähigkeiten zu erlernen. Doch dieses kleine Biest scheint ein wenig zu mächtig zu sein. Seine Bewegungen und Angriffe sind auf einem ganz anderen Niveau als die der Waldkobolde. Es hat jede Menge HP und baut Finden in seinen Kampfstil ein, als hätte es das schon sein ganzes Leben lang getan. Fast so, als ob er um Frodos Ring kämpfen würde. In diesem Moment stößt der kleine Goblin einen verrückten Kampfschrei aus und ruft alle seine kleinen Goblin-Kameraden herbei. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, gegen einen zu kämpfen, muss er nun auch noch gegen mehrere antreten und er stellt fest, dass er mit voller Geschwindigkeit rennen müsste, um überhaupt eine Chance zu haben, zu entkommen. Doch in diesem Moment reißt sich Rakuro von diesem Gedanken los und erinnert sich daran, dass er sich viel zu sehr amüsiert, um einfach wegzulaufen. Rakuro mag ein Vogel sein, aber er ist kein Angsthase und nimmt die Herausforderung an. Während er die lästigen kleinen Goblins besiegt, denkt Rakuro daran, dass er die ganze Zeit nur Spaß hatte und sich einredet, dass Spiele auf Götterebene ziemlich toll sind. Aber dieses Spiel hat noch viel mehr zu bieten. Genau in diesem Moment, als ein riesiges, wildes Monster auftaucht, stößt Rakuro auf die wahre Shangri-La-Grenze. Rakuro traut seinen Augen nicht, als er erfährt, dass es sich um ein einzigartiges Monster handelt und er macht sich auf den Kampf seines Lebens gefasst. An anderer Stelle werfen wir einen Blick in Rays Zimmer, während sie im Spiel ist. Diese verrückte Stalkerin ist auf der Suche nach Rakuro und befragt Yamamoto, der behauptet, unseren Vogelmann gesehen zu haben. Die blutrünstige Psychopathin, in die er verknallt ist, will Ray töten, weil sie anscheinend alles für ein Monster hält. Aber Yamamoto erinnert sie daran, dass sie keine anderen Spieler töten soll. Yamamoto erklärt, dass der Vogelmann in die zweite Stadt gegangen ist, nachdem er von der Schlange eine Ladung Gift ins Gesicht bekommen hat. Das war eindeutig er, denn kein anderer Spieler ist so verrückt, halbnackt einen Vogelkopf zu tragen. Aber Yamamoto weist darauf hin, dass er inzwischen seine Ausrüstung hätte wechseln können. Ray ist ungläubig darüber, wie Rakuro die gefräßige Python besiegen konnte, ohne die erste Stadt zu besuchen. Sie überlässt den beiden ein Abschiedsgeschenk namens Koordinatenteleporter und macht sich aus dem Staub. Es stellt sich heraus, dass sie Ray gar nicht kannten, aber Yamamoto kann anhand des Emblems auf ihrem Umhang erkennen, dass sie zu einem Clan gehört, der sich auf ein bestimmtes einzigartiges Monster spezialisiert, wie zum Beispiel ein Golden Nightslayer. Einzigartige Monster sind eine besondere Klasse von Monstern, die sowohl einen individuellen Namen als auch einen Titel haben. Die meisten Monster regenerieren, wenn sie besiegt oder gefangen genommen werden, nach einer bestimmten Zeit als neues Individuum. Aber von den einzigartigen Monstern gibt es in der ganzen Welt nur eines. Gerüchten zufolge gibt es 7 von ihnen in SLF, aber die Kriterien für das Spawnen der meisten von ihnen sind unbekannt. Für jedes dieser einzigartigen Monster, die Kolosse genannt werden, haben sich viele Spitzenspieler zu Clans zusammengeschlossen, die sich darauf konzentrieren, sie zu besiegen. Diese Kolosse sind sehr selten, aber das eigentliche Problem ist, wie abnormal stark sie sind. Seit dem Start des Spiels ist bereits ein ganzes Jahr vergangen, aber selbst bei einer Spielerbasis von über 30 Millionen Spielern hat es noch kein einziger geschafft, ein einziges einzigartiges Monster zu besiegen. Zurück bei Rakuro sehen wir, dass er einem dieser unfassbar starken Kolosse begegnet ist. Er erfährt, dass es sich um ein einzigartiges Monster namens Lycaegon the Nightslayer handelt. Rakuro denkt darüber nach, dass die kleinen Goblins, gegen die er zuvor gekämpft hat, ziemlich stark waren, aber dieses einzigartige Monster hat sie mit nur einem Angriff weggepustet.
Er starrt die wilde Bestie einfach nur an, denn er ist sich sicher, dass ein einziger seiner Angriffe sein Leben beenden wird. Der riesige Wolf gibt sich jedoch nicht damit zufrieden, einfach nur dazustehen und startet seinen Angriff. Rakuro rettet sich einen Moment lang mit einem Block, doch sein Versuch eines Gegenangriffs scheitert. Schon nach wenigen Sekunden spürt Rakuro die Auswirkungen des harten Kampfes, aber er beschließt trotzdem, es zu verspotten, indem er dem Ungeheuer sagt, dass einzigartige Monster wie er nicht viel zu bieten haben. Tief in seinem Inneren weiß unsere Glaskanone jedoch, wie nah er an einem Endbildschirm war. Er ist froh, dass er die ganze Nacht mit dem Grinden verbracht hat, denn wenn er nicht gelernt hätte, wie man perfekt pariert, wäre er jetzt ein Geist der virtuellen Realität. Perfektes Parieren ermöglicht es ihm, den physischen Angriff eines Gegners auszuweichen, wenn er sie mit genauem Timing ausführt. Die Bestie setzt ihren unerbitterlichen Angriff fort und Rakuro kann ihm wieder einmal nur knapp ausweichen. Er weiß, dass er aufs Ganze gehen muss, um eine Chance auf den Sieg zu haben, und setzt zu einem eigenen Angriff an. Rakuro wechselt seine Schwerter, die er von dem Tollwutkaninchen erhalten hat, und kombiniert sie mit einer Bewegungsfähigkeit, um einen kritischen Treffer zu landen. Die Bestie ist jedoch kaum betroffen und bombardiert Rakuro weiter mit Angriffen. Der Kampf hält für einen Moment inne, als der Lycaon verschwindet. Er taucht wieder auf, um ein paar weitere Angriffe auszuführen, um kurz darauf wieder zu verschwinden, als der Mond von den Wolken verdeckt wird. Er schleicht sich noch einmal an ihn heran, aber Rakuro zeigt, dass er dem Monster mehr als gewachsen ist. Das Monster scheint sich zu teleportieren, als es Rakuro von hinten angreift, aber Rakuro zeigt sein Können als Spieler, als er seine Parade perfekt timet, um seine Glaskanone gerade noch davor zu bewahren, in die Luft zu fliegen. Das Ungeheuer taucht wieder vor Rakuro auf, aber es hat sichtlich Spaß daran, denn es kichert. Der Kampf geht weiter, während die Bestie immer wieder verschwindet und wieder auftaucht. Rakuro gelingt es, einen weiteren Schlag zu landen, aber er ruft aus, dass das Fell des Tieres noch härter ist als die Schuppen des Pythons mit dem Pferdeschwanz. Rakuro hat hunderte von kritischen Treffern gelandet, aber er ist sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt Schaden anrichtet. Seine roten Klingen, die anfangs fast neuwertig waren, fallen bereits auseinander. Rakuro ist sich sicher, dass seine Waffen auseinanderfallen werden, wenn er nicht eine weichere Stelle findet, an der er einen Treffer landen kann. Er räumt ein, dass diese Bestie die Grenzen dessen, was er in diesem Stadium bekämpfen kann, bei weitem überschreitet. Aber das ist genau das, was ihm gefällt. Und das ist es, was Shangri-La Frontier zu einem Spiel der Spitzenklasse macht. Unser intensiver Protagonist könnte sich nicht besser amüsieren, wenn er die prickelnde Intensität beschreibt, die ihm das Gefühl gibt, in Flammen zu stehen. Als er mehrere kritische Treffer landet, stellt er fest, dass es nicht möglich ist, ein Spiel mehr zu genießen. Er ist ein Gamer, der schon unzählige Trash-Spiele voller Bugs und miserabler Balance durchgespielt hat. Da er weiß, dass dieses Biest keine abgefuckte Hitbox wie in den anderen Spielen hat, wird er jetzt auf keinen Fall aufgeben. Rakuro landet einen weiteren starken Angriff, aber auch dieser bringt nicht viel. Er wird außerhalb der Reichweite der Bestie zurückgedrängt, aber sie stößt ein lautes Brüllen aus, das Rakuro lähmt. Der Mond ist wieder verdeckt, sodass die Bestie verschwindet, und Rakuro stellt Sekunden später schockiert fest, dass seine Beine weg sind. Er hat absolut keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber er erkennt, dass es wirklich wehtut, von der Realität getroffen zu werden. Als er besiegt daliegt, weist er auf diese harte Realität hin. Er wird nicht plötzlich eine fantastische neue Fähigkeit erlernen oder durch ein Zusammentreffen mit einem mysteriösen, hochrangigen Spieler gerettet werden. Es wird nichts derartig Filmreifes passieren. Ihm wird klar, dass das nicht ganz stimmt, denn irgendwie hat er nach so einem Treffer noch einen Lebenspunkt übrig. Und das muss ein Wunder sein. Er lobt das einzigartige Monster für seine absurde Stärke, weist aber darauf hin, dass diese Absurdität absichtlich in ihm kodiert wurde. Die Bestie ist genauso stark, wie ihre Schöpfer sie haben wollten. Das bedeutet, dass es eine besiegbare Absurdität ist. Genau in diesem Moment hat Rakuro seine Entscheidung getroffen. Er kümmert sich nicht mehr um den Endboss des Spiels oder gar um die Geschichte. Vielleicht nicht in diesem Moment, aber eines Tages, so schwört er sich, wird er dieses einzigartige Monster besiegen. Rakuro spricht direkt mit Lycaon, dem Nachttöter, und sagt ihm, dass er dafür sorgen soll, dass es niemand vor ihm besiegt. Das grausame Monster erledigt ihn und wir sehen, dass ein Fluch namens Lycaons Zeichen auf ihm lastet. Augenblicke später meldet sich Rakuro in Secondale zurück und findet heraus, dass dieser Fluch es nicht zulässt, dass der vom Fluch befallene Körperteil mit Ausrüstung ausgestattet wird. Ein kurzer Blick auf seinen Körper zeigt, dass er fast vollständig mit dem Mal des Lycaons bedeckt ist, was bedeutet, dass er keine Ausrüstung an seinem Oberkörper und seinen Beinen anbringen kann. Rakuro lässt einen Moment lang seinem Frust freien Lauf, als er den verschwindenden Wolf dafür verurteilt, dass er ihm das angetan hat. Dies erweist sich als der Fluch, der immer wieder auftritt, denn es gibt noch mehr.
Monster, die eine niedrigere Stufe als der befallene Charakter haben, fliehen. Gespräche mit NPCs werden durch die Anwesenheit von Lycaegons Zeichen beeinträchtigt und der befallene Körperteil erhält eine Resistenz gegen magische Effekte. Der Fluch kann nur durch die Gebete eines Heiligen oder durch den Sieg über den Urheber des Fluches aufgehoben werden. Aufgrund all dieser schlechten Nachrichten beschließt Rakuro, etwas frische Luft zu schnappen, bevor er sich das Leben nimmt. Dort lässt er einen lauten Schrei los, als er verkündet, dass dies die Art von gebrochenem Fluch ist, die in Trash-Spielen vorkommt. Während sich die Leute fragen, was der halbnackte Spinner da macht, beruhigt sich Rakuro. Dann erinnert er sich an die drei Prinzipien, die er bei all den Trash-Spielen gelernt hat. Ein geduldiger Verstand, ein unzerbrechlicher Geist und ein kühles Urteilsvermögen. Ein kurzer Blick auf seine Statistiken zeigt, dass Spieler schon durch den Kampf gegen ein einzigartiges Monster eine Menge Erfahrung sammeln können. Das bedeutet wiederum, dass er ein ganzes Stück aufgestiegen ist, seine Fertigkeiten verbessert hat und eine Menge Statistikpunkte hat, die er zuweisen kann. Nachdem er seine Punkte verteilt hat, wird ihm schnell klar, dass er sich selbst zu einer Glaskanone gemacht hat, die auf einen Schlag sterben wird. Er hatte jedoch keine andere Wahl, da er nicht einmal 2 von 4 seiner Rüstungsslots benutzen kann. Punkte für Vitalität auszugeben, ist wie ins Meer zu pinkeln, und dasselbe gilt für seine HP. Und nicht nur das, sein bester Wert ist 65 in Glück. Er denkt, dass er deshalb wahrscheinlich nur einen Moment lang mit nur einem HP überleben konnte. Er betet, dass sein Glück für irgendetwas gut sein muss und hofft, dass es in Ordnung ist, das Glück um Hilfe zu bitten. In diesem Moment fällt ein sehr gut gekleideter Hase auf den Kopf. Er sieht ein bisschen anders aus als die Hasen, die er bisher gesehen hat, und er fragt sich, ob es in diesem Spiel möglich ist, dass Monster in Städten spawnen. Das adrette kleine Fellknäuel läuft davon und Rakuro läuft ihm hinterher. Er ist davon überzeugt, dass er einen seltenen Gegenstand bekommen wird, wenn er ihn fängt, so wie der gekleidet ist. Gerade als es so aussieht, als würde er den kleinen Kerl fangen, öffnet sich eine Tür und der Trottel wirft unserem Protagonisten einen selbstgefälligen Blick zu, als er entkommt. Rakuro liest eine Nachricht an der Tür, die besagt, dass es sich um ein einzigartiges Szenario handelt, eine Einladung von Rabbit User. Rakuro erinnert sich, dass er auf der Webseite des Spielführers darüber gelesen hat und er erklärt, dass SLF eine umfassende Hauptgeschichte über die Erkundung der Welt hat, aber auch eine große Anzahl von Nebenquests. Eine Untergruppe davon sind die sogenannten einzigartigen Szenarien, geheimnisvolle Szenarien, deren Freischaltzeiten, Orte, Inhalte und Flaggen nicht öffentlich bekannt sind. Die Ausrüstung, die Fertigkeiten und die Zaubersprüche, die man in diesen einzigartigen Szenarien erwerben kann, sollen alle erstklassig sein. Rakuro öffnet die Tür und denkt darüber nach, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Clans verzweifelt nach diesen einzigartigen Szenarien suchen. Er lacht, denn es ist erstaunlich, dass er so früh in seinem Spiel schon auf ein solches Szenario gestoßen ist. Er kommt zu dem Schluss, dass es wohl daran liegt, dass er seine Statistikpunkte in Glück investiert hat und verspricht sich, diese Chance nicht entgehen zu lassen. Nachdem er durch die Tür getreten ist, stellt sich heraus, dass die empfohlene Stufe 80 ist und Rakuro nur Stufe 28 hat. Drinnen angekommen, stellt er schockiert fest, dass es eine Welt voller Hasen und ihrer geliebten Karotten ist. Er befürchtet, dass er in die Höhle eines Monsters gelaufen ist und wird von dem kleinen Idioten begrüßt, der ihn verhöhnt hat, damit er kommt. Dieses Häschen wollte Rakuro unbedingt kennenlernen und erklärt ihm, dass ganz Rabbit User von ihm schwärmt. Das liegt daran, dass Rakuro trotz seiner großen persönlichen Schwäche den Mut hatte, es ganz alleine mit dem Nachttöter aufzunehmen. Und weil er die Fähigkeit besaß, weiterhin perfekte tödliche Schläge auszuführen, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Für sie ist Rakuro die Verkörperung der Seele des Warpel-Kaninchens. Rakuro ist von dem Enthusiasmus des kleinen Kerls begeistert und der Hase sagt, er wolle so sein wie Rakuro. Unser bescheidener Held weist darauf hin, dass er kaum einen Kratzer an dem einzigartigen Monster hinterlassen hat, aber der Hase erklärt, dass das nur so ist, weil es so mächtig ist. Er nennt es jetzt sogar den Nachtkaiser und erklärt, dass es ein Koloss ist, der in der Lage ist, Wyvern wie ein Mittagssnack zu verschlingen. Die Tatsache, dass Rakuro überhaupt da ist und mit ihm spricht, deutet darauf hin, dass Rakuro unter dem Schutz der Gottheit steht. Noch erstaunlicher ist für den Anzugträger, dass die Male auf Rakuros Körper beweisen, dass Lycaegon ihn nicht als bloße Beute, sondern als Konkurrenz betrachtet. Rakuro kann nicht anders, als sich zu fragen, ob etwas mit dem Hasenhirn nicht stimmt, und er erinnert sich daran, dass eine der Eigenschaften des Zeichens war, dass Gespräche mit NPCs beeinträchtigt werden. Der Hase erklärt, dass sein Hasenboss ihn gerne treffen würde, aber unser skeptischer Vogelmann fragt sich, ob dies eine Art Rachefalle für all die Hasenleben ist, die er beendet hat. Der Hase ignoriert seine Frage einfach und stellt sich als Emiul vor. Emiul antwortet schließlich und versichert Rakuro, dass sein Chef weit über belanglose Dinge wie Rache steht.
Im Palast von Rabbitusa erklärt unser neuer Freund, dass zwar viele Menschen Rabbitusa regelmäßig besuchen, Rakuro aber der erste sein wird, der den Palast betritt. Das ist ziemlich schockierend, aber Rakuro ist begeistert, denn das bedeutet, dass es sich um ein einzigartiges Szenario handelt, das nur er kennt. Rakuro erklärt, dass er ziemlich besorgt war, nachdem er von diesem einzigartigen Wolf gezeichnet wurde, aber es sieht so aus, als würde sich sein Glück bereits wenden. Emil bringt ihn zu seinem Vater/Boss und Rakuro ist schockiert von der mächtigen Präsenz dieses Mannes. Er erkennt Rakuro als denjenigen an, der von dem einzigartigen Monster, das er Welpe nennt, verprügelt und angepinkelt wurde. Er erklärt, dass die Menschen ihre Wirbelsäulenseelen so schnell verlieren, dass er annahm, dass sie alle hoffnungslos seien. Jetzt hat er jedoch festgestellt, dass einer von ihnen vielversprechend ist und schockiert Rakuro, als er ihn um etwas Zeit bittet. Dieses riesige Kaninchen stellt sich als der Kaninchenboss von Rabbitusa vor und nennt sich Weiß Ash. Zurück im Spieleladen erwischt Mana Ray die Stalkerin schlechthin auf der Jagd nach ihrem nicht ganz so heimlichen Schwarm Rakuro. Ray versucht es zu leugnen, aber die Besitzerin des Spieleladens ist nicht dumm und erklärt, dass Sommerferien sind, also ist er wahrscheinlich in Shangri-La Frontier. Ray gibt zu, dass sie ihre Beute im Spiel nicht finden konnte, weil er die erste Tutorial-Stadt komplett übersprungen hat. Mana lacht, denn es ist typisch für Rakuro, dass er seinen eigenen Weg geht. Ein typischer Trash-Spiel-Fanatiker. Ray erklärt, dass Rakuro Dinge tun wird, die normale Spieler nicht tun würden und dass er in alle möglichen unerhörten und einzigartigen Szenarien geraten wird. Mana ermutigt die kleine Stalkerin, ihr Stalking-Spiel zu verstärken, überrascht sie aber, als sie Ray sagt, dass sie ihm ihre Gefühle gestehen soll. In der nächsten Szene treffen wir Rumi Hisotome, die kurz vor dem Beginn ihrer Geschichte steht, aber sie geht und wir sehen sie nicht wieder. In der Zwischenzeit liest Rakuro über die Auslösebedingungen für das einzigartige Szenario der Tour of Rabbitusa. Er erfährt, dass ein spezielles Killerkaninchen in jeder Stadt erscheint und dich nach Rabbitusa einlädt, wenn du ein Monster besiegst, das eine höhere Stufe hat als du und mit Killerwaffen ausgerüstet bist. Wenn du dort ankommst und die Ligunianische Python besiegst, ein Monster, das ihre Stadt terrorisiert, lernst du den Zauber Killer verzaubern. Der Anfang war richtig, aber Rakuro erklärt, dass der Rest seines einzigartigen Szenarios, das sich am Vortag ereignet hat, nicht so war. Er hat definitiv keine Python-Schlange bekämpft. Allerdings einen einschüchternden Yakuza-Boss, der wie ein Hase aussah, die Art von knuddeligem Terror, die man erwarten würde, wenn die Mafia anfingen, Streichelzoos zu rekrutieren. Ein Blick zurück zeigt, dass Weiß Ash Rakuro zu seinem Kampf gegen den Welpen beglückwünscht hatte. Er bewundert Rakuros Killerseele, aber Rakuro kann nicht anders als eingeschüchtert zu sein und fragt sich, was in aller Welt eine Killerseele ist. Der Yakuza-Hase macht ihm daraufhin ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Das Angebot, ihn auf Vordermann zu bringen. Rakuro ist zunächst ziemlich verwirrt, doch dann wird ihm klar, dass es sich um eine Trainingsaufgabe handeln muss und ein Training in einem einzigartigen Szenario erstaunliche Verstärkungen bringen könnte. Er nimmt das Angebot schnell an, wird aber fast umgehauen, als er Weiß Ash Aniki nennt, weil es ihn sehr wütend macht. Rakuro erklärt, dass es nur ein kleiner Scherz war, aber der riesige Killerhase auf Steroiden sagt kein Wort. Zum Glück für Rakuro hat Weiß Ash einen Sinn für Humor, denn er schimpft nicht auf ihn, sondern lacht nur. Er erkennt Rakuro als seinen Untergebenen an und bittet ihn, ihn Vash zu nennen. Das ist ein Privileg, das nur denjenigen zuteil wird, die Potenzial haben. Und Rakuro akzeptiert, während er darüber nachdenkt, wie froh er ist, dass der Yakuza-Hase ihn nicht mit den Fischen schwimmen ließ. Vash sagt der mehr als aufgeregten Emule, dass er Rakuro in ihre Hände geben wird, was die seltsame kleine Hase natürlich liebt, und sie verspricht, sehr hart zu arbeiten. Emule freut sich darauf, mit Sanraku-san den Palast zu besichtigen, aber Rakuro erklärt, dass er nach einer langen Spielstunde eine Pause braucht. Aber in seinem Kopf denkt er darüber nach, dass er auch mehr über einzigartige Szenarien und einzigartige Monster nachschlagen möchte. Rakuro ist froh zu hören, dass er dort seinen Respawn-Punkt registrieren kann und Emil bietet an, sich darum zu kümmern. Vash fällt ein, dass er etwas vergessen hat und legt Rakuro ein Killer-Soul-Halsband an. Rakuro ist schockiert, als er feststellt, dass er mit dem Halsband 2,5 mal so viele Stat-Punkte erhält, aber nur die Hälfte der Erfahrung. Er versucht sofort, es abzunehmen, aber Vash erklärt ihm, dass das nichts nützt. Er wird Rakuro nicht erlauben, es abzunehmen, da außergewöhnliche Härte für die Schwachen notwendig ist, um stark zu werden. Dann erinnert er Rakuro daran, die Killerseele niemals zu vergessen. Der dumme kleine Hase sagt ihm, dass sie ihm gut steht, aber Rakuro kann nicht glauben, dass ihm eine weitere Einschränkung auferlegt wurde. Zurück in der Gegenwart erkennt Rakuro an, dass die 2,5-fache Anzahl an Stat-Punkten ein großer Vorteil ist, auch wenn er seine Erfahrung hat.
Es könnte sich sogar um einen gebrochenen Cheatcode handeln. Keiner im Forum scheint etwas über Weiß Ash oder Emule zu wissen, geschweige denn über das Killer Soul Halsband. Niemand hat auch nur ein einziges Szenario gefunden, in dem man den Palast von Rabbit User betritt. Rakuro ist ganz aus dem Häuschen, als er merkt, wie toll es ist, ein einzigartiges Szenario gefunden zu haben, das nur er kennt. Leider hat er eine Verabredung mit jemandem namens Kato und lädt ein Spiel, in das er sich schon ewig nicht mehr eingeloggt hat. Es heißt Berserk Online Passion oder wie manche es nennen, Burp. Es handelt sich dabei um ein Kampfspiel, das Rakuro einst sehr mochte und das bedeutet natürlich, dass es ein Trash-Game ist. Die Spielerbasis ist auf weniger als 100 Anmeldungen pro Tag geschrumpft, sodass sich viele fragen, warum der Server überhaupt noch läuft. Das bedeutet, dass die meisten derjenigen, die das Spiel noch spielen, sich untereinander kennen. Sie sind alle von der gleichen Sorte, Trash-Spiel-Enthusiasten. Rakuro trifft sich mit Kato und erkundigt sich nach den Regeln des Kampfes. Der Kampf beginnt, als Kato seine beste Nachahmung von Ruffy ohne Strohhut gibt und Rakuro daran erinnert, dass alles möglich ist. Kato zeigt ihm seinen neuen Move, den er ausgearbeitet hat, während Rakuro sich auf Folia Online konzentrierte und den er NSFW Tentacle Attack nennt. Rakuro ist überrascht, dass Tatsu einen neuen Glitch entwickelt hat und fragt sich, wie ein Verrückter wie er Profi-Gamer werden konnte. Kato ist schockiert, da er eine Verzögerung benutzt, aber Rakuro schafft es trotzdem irgendwie, seinen Angriff zu blockieren. Kato nennt Rakuro den wahren Verrückten, weil er so schnell reagiert und Rakuro weist darauf hin, dass seine schnell gezogene Faust der ultimative Kampfstil ist. Er erklärt, dass er, solange er 12 Frames hat, sogar Angriffe des Bosses, die ihn sofort töten würden, unbeschadet kontern kann. Die beiden setzen ihren Kampf fort, der aussieht, als wäre er direkt aus One Piece entsprungen und die Leute in der Umgebung werden aufmerksam. Obwohl Burp als Trash-Spiel gilt, demonstriert ihr Kampf perfekt den Grund für die Nischenattraktivität von Burp, nämlich, dass jeder Bug geht. Ihr Gatling-Gun-Kampf geht weiter und Rakuro feiert, als er eine von Katos Fäusten abschlägt. Leider ist das schlecht für ihn, denn diese Faust beendet den Kampf. Rakuro kann nicht glauben, dass die Nachbild-Fausttexturen Teil der Hitbox waren und er einen Verlierer verkündet hat. Dennoch bedankt sich Rakuro bei Kato, da er in letzter Zeit nur gegen NPCs gekämpft hat und ein gutes PvP brauchte. Kato hat gehofft, dass Rakuro einen schlechten Scherz gemacht hat, als er erfuhr, dass er SLF spielt, aber Rakuro schämt sich nicht zuzugeben, dass er es wirklich mag. Sein kleiner Freund versteht es immer noch nicht, also erklärt Rakuro, dass es in SLF wahnsinnig starke Monster gibt, die 7 Kolosse. Sie sind so selten, dass die gesamte Spielergruppe nur die Namen von 4 von ihnen kennt. Niemand hat seit Beginn des Spiels auch nur einen einzigen von ihnen besiegt. Rakuro erzählt, dass er gegen eine dieser Bestien gekämpft hat und sie ihn umgebracht hat. Das überzeugt Kato und er beschließt, dass er SLF vielleicht doch einmal ausprobieren sollte. Als er Rakuro darüber reden hört, ist sein Interesse geweckt und er gibt zu, dass keiner seiner Freunde im echten Leben Burp spielt. Das ist auch gut so, denn eine bestimmte Person spielt auch SLF und Kato hat dieser Person eine Nachricht geschickt, um ihr mitzuteilen, dass Rakuro es auch spielt. Rakuro hat keine Ahnung, wer diese Person ist, aber wir sehen, dass es sich um ein lilahaariges Mädchen handelt. Dieses Mädchen kämpft gegen einen Haufen Typen, als sie die Nachricht erhielt und erklärt, dass sie immer dachte, Rakuro hätte eine Art Krankheit, an der er sterben würde, wenn er jemals aufhören würde, Trash-Spiele zu spielen. Sie macht alle ihre Gegner fertig und wir sehen, dass sie das Spielerkill-Abzeichen für das Töten all dieser echten Spieler hat. Sie scheint froh zu sein, dass Rakuro SLF spielt und beschließt, dass sie ihn ach so behutsam durch das Spiel führen muss. Rakuro kehrt nach Secondale zurück und denkt darüber nach, wie praktisch es ist, dass Emule ein Teleporttor benutzen kann. Er fühlt sich ziemlich gut und fragt sich, ob das daran liegt, dass sein SLF-Avatar so leicht zu bewegen ist, weil er ein Vogel ist. Emule fragt sich, warum Rakuro so schnell gehen wollte, wo es doch in Rabbitusa so viel zu tun gibt. Rakuro erklärt, dass er Rabbitusa zwar unbedingt erkunden will, es aber wichtiger ist, nach Third Rima zu kommen, bevor die Menschenmassen einströmen. Seit Beginn der Sommerpause ist die Zahl der Spieler stark angestiegen. In den Foren wird berichtet, dass die Startstadt Firstia mit neuen Spielern überfüllt ist. Secondia wird nicht lange auf sich warten lassen, was bedeutet, dass es zu Staus in den Einrichtungen und zu Kämpfen um Monster- und Abbaugebiete kommen wird. Außerdem ist Third Rima eine ziemlich große Stadt. Wenn er sich also in dem einzigartigen Szenario von Rabbitusa austoben will, dann würde er das gerne von einer großen Stadt aus tun, die viel Spielraum bietet. Emule stimmt ihm voll und ganz zu, aber Rakuro ist schockiert, als er hört, dass Emule komischerweise gar nichts verstanden hat.
Emil ist immer noch sehr hilfsbereit und Rakure ist schockiert, als er erfährt, dass er NPCs in seine Gruppe aufnehmen kann. Emil erklärt, dass Rakuro ohne sie weder Rabbit User noch den Palast erreichen kann. Aber Rakuro dachte, die kleine pelzige NPC würde nur mitkommen. Rakuro nimmt Emils Gruppenanfrage an und stellt fest, dass der kleine Hase höhere Werte als er selbst hat. Das macht ihm aber nichts, denn er ist zuversichtlich, dass er Emil im Handumdrehen überholen wird. Rakuro ist sich ziemlich sicher, dass das Lycagon-Fluchmal der Auslöser für dieses einzigartige Szenario ist und fragt sich, ob Emil die Art und Weise ist, wie das Spiel dies wiedergutmacht. Die beiden machen sich auf den Weg, werden aber von zwei Mädchen aufgehalten, die das sprechende Häschen ganz niedlich finden. Sie wollen wissen, ob sie es auch als Haustier bekommen können, sind aber schockiert, als sie feststellen, dass Rakuro ein halbnackter Vogelperverser ist. Rakuro merkt, dass er so abgelenkt war, dass er nicht darüber nachgedacht hat, dass Emil ein NPC ist, der mit einem noch nie dagewesenen einzigartigen Szenario verbunden ist. Da er es im Moment ganz für sich alleine hat, möchte er es geheim halten, zumindest bis er es aufklären kann. Der dumme kleine Hase stellt sich vor und versucht, sich mit den Damen zu unterhalten. Doch Rakuro hält ihn auf und schreit, dass es nur seine Bauchrednernummer war, während er davonläuft. Zu seinem Pech macht eines der neugierigen Mädchen ein Foto von ihnen und beschließt, dass sie in den Foren nachfragen müssen, wo sie einen der sprechenden Hasen herbekommen. Die beiden entkommen den Menschenmassen und Emil gibt zu, dass sie nicht die Hochleistungssportlerin ist, für die sie sich ausgibt, da sie nicht so gut für das ganze Herumrennen geeignet ist. Emil wartet gespannt auf die nächste Aufgabe und Rakuro erklärt, dass er etwas bestätigen möchte. Er will einen Teil seines Fluchs testen, der besagt, dass Monster, die eine niedrigere Stufe als der Betroffene haben, fliehen. Zu ihrem Glück taucht ein Monster mit einer niedrigeren Stufe auf, das sie angreift und es flieht, sobald es den Fluch sieht. Das ist perfekt, denn Rakuro jagt ihm hinterher wie eine Art Vogel-Geparden-Hybrid. Unser genialer Spieler verfolgt es aber nicht einfach gedankenlos, sondern hat einen Plan, um es in ein Hindernis zu jagen. Mit perfektem Timing wirft Rakuro seine Waffe, sobald es die Richtung ändert. Wenn es stehen bleibt, greift Rakuro es mit der schnellsten Geschwindigkeit an, die er aufbringen kann. Rakuro weist darauf hin, dass er durch die Trägheit einen Angriffsbonus erhalten hat. Ein physikalisches Gesetz, das in der realen Welt selbstverständlich ist und nur wenige Spiele versuchen, es nachzubilden. Er bewundert, dass dieses Spiel die Realität so gut wie möglich abbildet und Emil kommt wie immer mit großer Energie zum Feiern. Sie bewundert Rakuros Kampffähigkeiten, denn sie konnte kaum erkennen, was das für ein Monster war. Nachdem Rakuros Test abgeschlossen ist, hat er entschieden, was jetzt zu tun ist. Der Plan ist, die ganzen Gestalten zu ignorieren und direkt zum Gebietsboss zu gehen. Emil staunt über die Einfachheit des Plans und die beiden machen sich auf den Weg, um sich dem zu stellen, was die Zukunft bringt. Leider sehen wir nur Sekunden später, dass Rakuro extrem frustriert ist. Sie sind an dem Ort angekommen, an dem der Boss sein sollte, aber dort ist nur Sumpf, so weit das Auge reicht. Der kleine Hase macht sich nur Sorgen um seine süßen Klamotten und Rakuro denkt daran, was Emil ihm auf dem Weg dorthin erzählt hat. Emil hat ihm erklärt, dass der Gebietsboss ein Monster namens Muddigger ist. Es schießt aus dem Boden, um anzugreifen, also ist es wichtig, einen Weg zu finden, es an Ort und Stelle zu halten. Rakuro wird klar, dass er gegen den Muddigger in einem Sumpf kämpfen muss und das bedeutet, dass er in großen Schwierigkeiten stecken könnte. In diesem Moment spürt Emil das Biest und Rakuro lässt Emil auf seine Schulter steigen. Es ist unglaublich schwierig, sich im Sumpf zu bewegen und so schaffen sie es gerade noch aus dem Weg zu gehen, als das riesige Ungeheuer auftaucht. Wir erfahren, dass ein Merkmal von Shangri-La Frontier darin besteht, dass das Sumpfgebiet zum Gehen zwingt. Das bedeutet, dass immer ein Bein im Sumpf gefangen bleibt, bis der andere Fuß den Boden erreicht. Diese wilde Bestie ist offensichtlich sehr mächtig, denn die empfohlene Gruppengröße für den Kampf gegen sie ist 4. Rakuro erkennt, dass er einen großen Fehler gemacht haben könnte, denn dies ist die denkbar schlechteste Konstellation. Die wilde Bestie ist seltsamerweise in der Lage, in den flachen Sumpf zu tauchen, was nur aufgrund der Spiellogik möglich ist. Und Emil flippt aus, weil sie befürchtet, bei lebendigem Leib gehäutet zu werden. Doch Rakuro entgeht dem Tod nur knapp mit seiner Gleitbewegung. Er räumt ein, dass der Schlüssel zu diesem Kampf darin liegt, herauszufinden, wie man die Fähigkeiten einsetzt, die sich nach dem Kampf gegen Lycagon entwickelt haben. Seine Weiterentwicklung der Bewegung Perfektes Parieren ist der Abwehrkonter, der es ihm ermöglicht, sofort einen Gegenangriff zu starten, nachdem er seine Parade perfekt getimt hat. Emil ist beeindruckt, aber Rakuro ist nicht zufrieden, da er so gut wie nur Schaden ausweicht.
Beide Fertigkeiten, die er gerade eingesetzt hat, haben eine Wiederaufladezeit von 10 Sekunden und er hat keine andere Möglichkeit, in der Zwischenzeit Schaden zu vermeiden. Die Bestie lässt ihm keine Ruhe, aber zum Glück kommt sein kleiner Hasenfreund mit einem beeindruckenden Angriff zurück. Emil erklärt, dass es nur ein bisschen Magie war und Rakuro wird klar, dass er sich in diesem Spiel so sehr auf das Alleinsein konzentriert hat, dass er völlig vergessen hat, dass er dieses Mal einen Partner hat. Rakuro weiß, dass er sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen darf und so setzt er seine Fähigkeit ein, die einen vorübergehenden Bonus auf Angriffskraft und Beweglichkeit gewährt. Leider ist es sehr schwierig, sich im Sumpf schnell zu bewegen. Das Biest erholt sich, aber das gibt Rakuro die Gelegenheit, die Weiterentwicklung seines Schraubenstichangriffs namens Spiralkante einzusetzen. Eine weitere Fähigkeit bringt ihn in eine vorteilhaftere Position und Rakuro vollführt einen Balanceakt, der nur aufgrund seiner Erfahrung in Trash-Spielen mit schrecklichem Platforming möglich ist. Er lässt seinen kleinen Hasenfreund einen Angriff vorbereiten und da ist ein wildes Biest, das ihn fressen will. Es versucht ihn zu fressen, aber es sind bereits 10 Sekunden vergangen und er weicht ihm mit einem perfekten Konter aus. Emil folgt mit einem mächtigen Angriff und wir sehen, wie sehr Rakuro eine Glaskanone ist, denn ein winziges bisschen Fallschaden kostet ihn einen großen Teil seiner Gesundheit. Rakuro lobt seinen pelzigen Teamkollegen, aber sie ist nur um ihre süßen Fäden besorgt. Rakuro ist sich sicher, dass das Biest ziemlich verletzt sein muss, aber er ist schockiert, als es nirgendwo zu finden ist. In diesem Moment beginnt der Boden zu beben und Rakuro hat das Gefühl, als würden seine Füße nach unten gesaugt werden. Sie erkennen, dass das Hai-Wal-Ding sich darauf vorbereitet, aus dem Boden zu schießen und anzugreifen und Rakuro zögert nicht einmal, seinen kleinen Freund zu retten. Rakuro ist überrascht, dass er in die Luft geschleudert wurde, denn es war kein Angriff, der ihn sofort tötete, sondern er hat kaum Schaden genommen. Wir erfahren, dass der Schlammgräber vor allem für seine speziellen Moves bekannt ist, die aktiviert werden, wenn seine HP eine bestimmte Schwelle erreichen. Nachdem er einen Spieler mit dem vibrierenden Sumpf festgehalten hat, rammt er zufällig einen von ihnen mit seiner Nase in die Luft. Wenn ein Spieler alleine gegen ihn antritt, wird er nicht nur jedes Mal mit dieser Attacke getroffen, solange er im Sumpf bleibt, sondern er wird auch alle seine HP durch Fallschaden verlieren, daher sein Spitzname Solo-Killer. Rakuro ist sich dessen bewusst und hasst die Person, die sich diesen Angriff ausgedacht hat, da die Fähigkeiten des Spielers keine Rolle spielen. Er erwägt sich, von Emil von der Seite angreifen zu lassen, weiß aber, dass er dadurch nur in die Luft fliegen würde. Rakuro bereitet sich auf seinen unvermeidlichen Tod vor und erklärt, dass er sich nie an den Falltod in VR-Spielen gewöhnen konnte. Zum Glück für ihn ist unsere kleine Pelzheldin keine Drückebergerin und verfügt über einen unübertroffenen Warpelgeist. Sie benutzt eine magische Schriftrolle, um Rakuro zu teleportieren, aber anstatt sich in Sicherheit zu bringen, bringt sie ihn versehentlich wieder in die Luft. Wir erfahren, dass es eine Angriffsfähigkeit namens Meteorfall gibt, die die Energie nach unten nutzt. Rakuro hatte bei seinem anfänglichen freien Fall eine Menge Schwung nach unten mitgenommen und dabei eine Menge Energie angesammelt. Emuls versehentliche Teleportation brachte ihn direkt über die Bestie und ermöglichte es Rakuro, noch mehr Energie zu gewinnen. Ein Sturz, der den Tod des Spielers zur Folge gehabt hätte, ist nun also ein riskanter Angriff. Es handelt sich natürlich nicht um einen echten Meteoritenfall, sondern um einen falschen Meteoritenfall. Die Kreatur fliegt sofort in die Luft und Rakuro ist völlig fassungslos, dass er tatsächlich überlebt hat. Er kann noch nicht einmal verdauen, was gerade passiert ist, also lobt er Emil für ihre Geschicklichkeit. Rakuro erkennt, wie hart der Kampf war und vergleicht ihn mit dem Kampf gegen Lycagon, aber diesmal waren sie die Überlebenden. Danach ist Emil schockiert, als sie sieht, wie der Vogelkopf sich einen Haufen Heilkräuter in den Hals schiebt. Und Rakuro weist darauf hin, dass dies der einzige Weg ist, wie etwas in seinen Mund gelangen kann, weil er einen riesigen Schnabel hat. Rakuro kann nur daran denken, dass Emil viel stärker war, als er erwartet hatte. Am Ende hat sie ihn getragen und er fühlt sich ziemlich schlecht, weil er vorher so übermütig war. Emil kann nur daran denken, dass Rakuro ganz in Rabbitusa bleiben wird, sobald sie die große Stadt erreicht haben. Das einzige Problem ist, dass Emil, wenn sie gesehen wird wie beim letzten Mal, eine Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und sie könnten sogar überfallen werden. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, um sie zu verstecken und so beschließt unser kleiner Pelzkopf, dass sie etwas benutzen muss, was sie schon lange nicht mehr benutzt hat. Sie zeigt ihr mysteriöses Killerarmband, den geheimen Schatz der Killerkaninchen. Das geheimnisvolle Häschen bittet ihr menschliches Gegenüber, es geheim zu halten und verwandelt sich schockierenderweise in einen Menschen. Rakuro ist sprachlos und verärgert, als ihm klar wird, dass Japans sogenanntes Flaggschiff-Gottspiel langsam wie eine Art Haremsspiel mit einem Hasenmädchen aussieht. Die Verwandlung ist allerdings ziemlich anstrengend für das kleine Kaninchen, sodass sie in ihrem jetzigen Zustand nur 4 oder 5 Minuten am Stück durchhalten kann.
Ihre Verwandlung wird gut funktionieren, um sie zu verstecken, aber es könnte andere Aufmerksamkeit erregen, wenn die Leute ein armes Mädchen sehen, das einen halbnackten Vogelmann mit sich herumschleppt. Schließlich kommen sie in Third Rima an, wo Emuel bemerkt, wie unbeeindruckt Rakuro wirkt. Unser Vogelkopf weist stolz darauf hin, dass er in seiner Zeit schon viele Orte gesehen hat, und sie ist erstaunt, wie weit er schon gereist ist. Emuel verwandelt sich, aber Rakuro hat recht damit, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, als einige Wachen sie anhalten und fragen, warum er halb nackt ist. Sie sind auch ziemlich neugierig, weil sein Körper mit Narben übersät ist, aber Emuel kommt zu Rakuros Verteidigung. Sie erklärt, dass Rakuro eine Vergangenheit hat, die allen, die sie hören, großes Leid zufügen wird. Emuel erzählt die Geschichte seiner gefährlichen Reise auf die dramatischste Weise, die möglich ist. Eine Geschichte, die den Fluch, den Rakuro auf seinem Körper trägt und seine Reise, um ihn zu entfernen, hervorhebt. Emuel wird noch intensiver, als sie erklärt, dass dies nur das erste Kapitel seiner Geschichte ist. Im zweiten Kapitel wird er sich in einen Superkrieger verwandeln. Diese Tussi ist viel zu intensiv für die Wachen und sie lassen sie einfach rein. Aus der ganzen Menge, die sich versammelt hat, um Emuels Theatralik zu beobachten, bemerkt Rakuro, dass ihm jemand einen Blick zuwirft. Und der ist ganz anders als der normale abschätzige Blick, den er normalerweise bekommt, weil er ein halbnacktes Vogelgesicht ist. Bevor sie die Stadt betreten können, wird Rakuro von einem Mädchen aufgehalten, das ihn wiedererkennt. Rakuro hat keine Ahnung, wer dieses verzweifelte Mädchen ist, aber wir sehen, was passiert ist, nachdem diese Mädchen in Secondale ihr Foto gemacht haben. Die Mädchen stellten das Bild in ein Forum und fragten, ob jemand wüsste, wie man sich mit diesem niedlichen Hasen anfreunden könnte. Der Beitrag verbreitete sich schnell, denn die Leute waren schockiert, als sie hörten, dass ein Monster sprechen kann, und fast ebenso schockiert, als sie einen halbnackten Vogelmann sahen. Das silberhaarige Mädchen war noch schockierter als alle anderen. Sie war sich sicher, dass das Spiel den Spielern nur erlaubte, Hunde und Katzen zu zähmen, und stellte fest, dass der Vogelmann ein Cheater sein musste. Während die Leute sich fragen, ob es ethisch vertretbar ist, ein Bild von jemandem ohne dessen Zustimmung zu veröffentlichen, beginnt das Mädchen mit den silbernen Haaren ihre Mission, den Taubenmann zu finden. Andere Leute schenken Rakuro auf dem Bild mehr Aufmerksamkeit. Viele haben Narben wie seine noch nie gesehen, zumal es im Charaktererstellen nichts dergleichen gibt. Jemand in den Foren erinnert sich, dass es ein Fluch ist, der auch als Beweis dafür dient, dass der Spieler vom Nachtkaiser anerkannt wurde. Das weiß man aber nur, weil ein NPC es erwähnt hat. Die Spieler sind verblüfft, als sie feststellen, dass dies bedeutet, dass Rakuro, den sie als Sanraku, seinen Namen im Spiel kennen, dem Lycagon begegnet ist. Einige Spieler wissen, dass der Lycagon eine Zufallsbegegnung ist, sodass es für einen Anfänger möglich ist, ihm zu begegnen. Aber niemand kann sich erklären, wie dieser Sanraku es geschafft hat, von ihm anerkannt zu werden. Ein Spieler namens Ocelot antwortet in den Foren, dass er Sanraku durch Spawnen töten kann, bis er ihm sagt, wie man es macht. Andere Spieler denken darüber nach, wie gefährlich dieser Ocelot ist, da er der geschätzte Anführer von Ashura Kai ist, einem Clan, der dafür berüchtigt ist, dass er voller Spielermörder ist. Ocelot hat ein Auge auf Sanraku geworfen und andere Spieler fragen sich, ob der Vogelmann das überleben wird. In den Foren wird darüber diskutiert, dass, wenn man zu viel tötet und von einem Spieler oder einem NPC getötet wird, alle Gegenstände verloren gehen, auch die gelagerten. Außerdem wird das Kopfgeld aus dem eigenen Geld des Spielermörders bezahlt, es ist also ein ziemlich brutales System. Eine rothaarige Dame ist besonders von Sanraku fasziniert und hinterlässt eine Nachricht in den Foren in der Hoffnung, dass er sie liest. Sie bittet ihn, jeden Spieler anzusprechen, der das Emblem eines Wolfes und eines Schwertes trägt, da sie ihn gerne treffen und mit ihm sprechen würde. Sie drückt ihr Bedauern darüber aus, dass so viele Informationen über ihn durchgesickert sind, erklärt ihm aber, dass ihr Saiga-Clan ihm helfen kann, ihn zu schützen. Die anderen Spieler können sehen, dass mehrere Clans Interesse an dem inzwischen berühmten Sanraku zeigen und weisen darauf hin, dass er wie ein Eventboss behandelt wird. Das verrückte silberhaarige Mädchen ist jedoch die erste, die ihn findet, und sie will nur wissen, wie man ein Killerkaninchen zähmt. Obwohl sich die Nachricht über ihn schnell verbreitet hat, hört Rakuro zum ersten Mal davon. Ihm ist klar, dass die Nachricht von Secondale stammen muss, aber er wird auf keinen Fall etwas über das einzigartige Szenario der Killerkaninchen verraten. In diesem Moment wird ihr Gespräch durch einen Überraschungsangriff unterbrochen. Die Angreiferin sagt, dass es nicht nett ist, Dinge für sich zu behalten und dass alle am Spaß teilhaben sollten. Dieses Mädchen schockiert Rakuro, als sie ihn Revolutionsritter Sanraku-kun nennt. Rakuro scheint sie zu kennen, denn er stellt fest, dass die große Pencil Knight endlich ihr Gesicht gezeigt hat. Dem Mädchen gefällt es nicht, dass er mit einer selbsternannten Schönheit wie ihr spricht und erklärt ihm, dass sie in diesem Spiel nicht Pencil Knight ist.
Sie nimmt schockiert ihre Maske ab und sagt ihm, er solle sie mit Arthur Pencilgon anreden. Rakuro ist verblüfft, als er sieht, dass sie nicht nur Stufe 99 ist, sondern auch das Totenkopfabzeichen für Spielermörder hat. Rakuro bezeichnet diese Person als seine Freundin aus der Trash-Gamer-Zeit. Eine Rückblende zeigt ein paar Typen, die in einem Spiel namens Unite Rounds einen Laden ausrauben. Diese Idioten dachten, sie kämen ungeschoren davon, aber unser Junge Rakuro fand sie und raubte die Räuber aus. Die Spieler nannten dieses Trash-Spiel liebevoll einen postapokalyptischen Plünderungssimulator. Ursprünglich sollte das Spiel ein Königreich simulieren, das am Rande des Zusammenbruchs steht. Die Spieler übernahmen die Rolle von Rittern, die es vor angreifenden Monstern beschützen, ein Koop-MMO-VR-Spiel. Aufgrund eines wirklich miserablen Spieldesigns, bei dem die Treue zum Konzept im Vordergrund stand, waren die Drop-Raten jedoch unangemessen niedrig. Nur wenige Spieler würden sich trauen, dieses Spiel richtig zu spielen. Selbst für die Anfängerquest musste man 12 Stunden lang offene Felder durchkämmen, um sie abzuschließen. In den Augen der Spielerinnen und Spieler gab es daher nur eine Möglichkeit: stehlen, was man braucht. Die Spieler waren nicht bereit, stundenlang im Gras nach niedrigstufigen Gegenständen zu suchen, wenn sie einfach einen NPC-Laden plündern oder sie von einem anderen Spieler stehlen konnten, der das tat. Das hat sich in den Unite-Runden als der richtige Zug erwiesen. In einer Umgebung, in der überall Empörung herrschte und jeder Mensch, den du sahst, ein Feind war, tauchte eine einsame Figur auf, die von Gewalt angetrieben wurde, um die Kontrolle über das Königreich zu übernehmen. Und diese Person war der große Pencil Knight. Eines Tages plünderte Rakuro Leichen und Katsu versuchte darauf hinzuweisen, dass es im Spiel eigentlich darum gehen sollte, das Königreich vor Monstern zu verteidigen. Rakuro erklärte jedoch, dass es im Spiel nun wirklich darum geht, den großen bösen Pencil Knight zu besiegen. Pencil Knight war nicht wie der Endboss, der in der Geschichte des Spiels vorkommt. Sie missbrauchte absichtlich Spieler, die sie nicht in ihre Reihen ließ, und stiftete ihre Opfer an, damit sie das Spiel nicht aufgeben. Zu dieser Zeit war das Spiel Unite Rounds komplett der Gnade einer Spielerin ausgeliefert, die als dystopische Kaiserin bekannt ist. Rakuro und Katsu planen einen Attentat auf sie und sie ist schockiert, als sie sieht und erkennt, dass eine Rebellenarmee als Ablenkung benutzt wurde. Unsere Jungs sind ziemlich zuversichtlich, so weit gekommen zu sein, und sagen ihr, dass sie ein paar effektivere Fallen hätte aufstellen sollen. Die Fallen, die sie aufgestellt hat, waren so einfach, dass sie sie beim ersten Versuch zerstört haben. Sie treffen sich zum ersten Mal, aber die Kaiserin ist beeindruckt und will sich ihren Namen merken. Pencil Knight ist ziemlich genervt von Rakuros Grinsen und sie fragt sich, ob sie sie wirklich besiegen können, um die neuen Revolutionsritter zu werden. Und zurück in der Gegenwart denkt Rakuro darüber nach, wie sie in Unite Rounds gegeneinander gekämpft haben, bis sie am Ende beide starben. Aber in diesem Spiel gibt es einen großen Levelunterschied zwischen ihnen. Pencilgon eröffnet sofort den Kampf und sagt Rakuro, dass sie die Strafe auf sich genommen hat und den ganzen Weg von der fünften Stadt gekommen ist, um ihn als Spieler zu töten. Er sollte sich also nicht schämen, wenn ihm vor lauter Schmeichelei die Tränen kommen. Pencilgon ist nicht nur eine gute Trash-Talkerin, sie ist auch eine gefährliche Kämpferin, denn Rakuro muss Dolche abblocken, von denen er annimmt, dass sie giftig sind. Sie weiß, dass Rakuro gerade den Mud-Digger besiegt hat und geht davon aus, dass er etwa Level 30 ist, also lobt sie ihn für seine beeindruckenden Ausweichfähigkeiten. Rakuro hingegen schreibt dem Gott-Tier-Spiel zu, dass er alle seine Moves so gut hinbekommen hat. Das verrückte silberhaarige Mädchen ist schockiert, als sie den Kampf beobachtet und feststellt, dass Pencilgon die zweite Anführerin des Killer-Clans Ashura Kai ist. Sie ist bekannt als die Riesentöterin. Pencilgon erklärt, dass sie diesen Spitznamen bekommen hat, weil sie sich ständig darauf konzentriert, höherstufige Spieler zu überfallen. Leider haben die Entwickler ihre rücksichtslose Strategie abgeschwächt, sodass sie es in letzter Zeit viel schwerer hat. Rakuro weist darauf hin, dass sie im letzten Spiel der Riese war und die beiden lachen über die Ironie. Der heitere Moment währt jedoch nicht lange, denn Pencilgon greift weiter an und nennt unseren vogelköpfigen Helden ein Spatzenhirn. Emil bemerkt etwas, während sie zusieht, sagt aber nichts und flippt einfach im Hintergrund aus. Als Pencilgon ihren unerbittlichen Angriff fortsetzt, enthüllt sie, dass sie ihn nicht nur aus persönlichen Gründen gefunden hat. Der Anführer ihres Clans, Ashura Kai, bittet sie, eine Nachricht zu überbringen. Der Anführer warnt Rakuro, die Informationen über das einzigartige Szenario zu veröffentlichen, sonst hat er eine Zielscheibe auf seinem Rücken, bis er es tut. Unser Junge mag es ganz und gar nicht, bedroht zu werden. Er findet, dass ihr Anführer wie ein Dummkopf klingt und Pencilgon stimmt ihm sogar zu. Rakuro tut sein Bestes, um sich zu wehren, aber er weiß, dass zwischen ihnen ein viel zu großer Unterschied in Sachen Level und Ausrüstung besteht. Aber er hat etwas erkannt. Rakuro stellt fest, dass Pencilgon anscheinend alles daran setzt, ihn vom Tor fernzuhalten. Bereits mit ihrem ersten Angriff hat sie versucht zu verhindern, dass er die Stadt betritt.
Er stellt fest, dass es für eine Spielerkillerin schwer sein muss, ihre Dinge in einer stark bevölkerten Stadt durchzuziehen, und sie verrät, dass sie es sicherlich lieber vermeiden würde. Das Gerede ist ihr aber egal, denn sie ist sich sicher, dass er es sowieso nicht lebend zum Tor schaffen wird. In diesem Moment sehen wir, worüber Emil sich die ganze Zeit aufregt, denn ihr Hasenschwanz taucht wieder auf und sie kann ihn nicht länger zurückhalten. Sie wird sich bald wieder in ein Killerkaninchen verwandeln, aber sie hat keine Möglichkeit, es Rakuro zu sagen, ohne dass es jemand erfährt. Das Chaos ist vorbei und Penselgon befindet sich nun mitten im Spiel. Penselgon steigt auf, als das verrückte silberhaarige Mädchen beschließt, Rakuros Begleiterin zu fragen, wie sie das Killerkaninchen-Haustier bekommen kann. Sie ist überrascht, als sie sieht, dass Emil Hasenaccessoires trägt. Aber noch schockierter ist sie, als Emil sich wie eine Verrückte in genau den Hasen verwandelt, den sie verzweifelt gesucht hat. Rakuro bemerkt das und weist darauf hin, dass dies der denkbar schlechteste Moment dafür ist. Penselgon weigert sich, das zu ignorieren, ist aber schockiert, als Rakuro seinen Abwehrkonter einsetzt. Er stößt sie wütend zurück, da er weiß, dass sie sich zurückgehalten hat, und ruft Emil auf seine Seite. Unser Junge fängt seine kleine Hasenbegleiterin und Silberhaar wünscht sich, dass sie wenigstens ein Selfie mit dem kleinen Fellknäuel machen kann. Rakuro erklärt, dass er darüber nachdenken wird, wenn er seinen Plan überlebt, und macht sich auf den Weg zum Tor. Penselgon ist sich sicher, dass Rakuro keine Chance hat, sie in einem Wettlauf zu Fuß zu schlagen, ist aber schockiert, als Silberhaar sie aufhält. Silberhaar erklärt, dass ihr das Vogelgesicht egal ist, aber wenn Penselgon das süße Häschen in Gefahr bringt, wird sie Penselgon sofort töten. Rakuro kann nicht glücklicher sein, denn genau das hatte er sich erhofft. Ihm wurde klar, dass sie von seiner pelzigen Begleiterin besessen war, und er wusste, dass sie sich für sie in Gefahr begeben würde. Er lobt Emil dafür, dass sie ein tolles Maskottchen ist, denn jetzt muss er nur noch in die Stadt kommen. Emil wird ihm daraufhin ein Teleporter nach Rabbitusa bauen und niemand sollte ihn dort aufspüren können. Rakuros Plan stößt jedoch auf ein großes Problem, als Penselgon erklärt, dass sie nie gesagt hat, dass sie allein gekommen ist. Rakuro wird von einer Gruppe hart aussehender Spieler aus Penselgons Clan empfangen. Sie alle hassen die Vorstellung, einen Spieler mit niedrigerem Level zu töten, aber sie müssen es tun, weil sie fürchten, selbst getötet zu werden, wenn sie es nicht tun. Penselgon erkennt, dass Animalia die Hüterin von SF Zoo ist, einem Clan von Monsterliebhaberinnen, die kein Interesse an anderen Spielern haben, und sie dankt Rakuro dafür, dass er ihr diese Chance gibt. Rakuro hört gar nicht zu, denn er hat alle Hände voll zu tun, um nicht von der Gruppe erledigt zu werden. Animalia zeigt, dass sie nicht nur eine verrückte Tierliebhaberin ist, und entfesselt einen mächtigen Zauberspruch. Leider verschlingt Penselgon den Angriff und feuert ihn direkt auf Animalia zurück. Penselgon ist ziemlich beeindruckt von all den Statusschwächungen, die Animalia erworben hat, und Animalia ist schockiert, weil Penselgon alle Flüche in ihrem Angriff reflektieren konnte. Penselgon enthüllt den erstaunlichen Gegenstand, mit dem sie das geschafft hat, die karmische Strohpuppe. Penselgon weiß, dass sie ohne sie in großen Schwierigkeiten gewesen wäre, und zerdrückt das Ding. Wenn der Gegenstand zerdrückt wird, werden alle Flüche, die auf den Spieler angewendet werden, auf den Zaubernden zurückgeworfen. Also versichert die kaltblütige Penselgon Animalia, dass sie in der Nähe bleiben wird, um sie an ihrem eigenen Gift sterben zu sehen. Rakuro tut sein Bestes, um gegen Gegner, die nicht so gut sind wie er, allerdings auf einer höheren Stufe sind als er und eine viel bessere Ausrüstung haben als er, am Leben zu bleiben. Er analysiert sie und stellt fest, dass sein bestes Ziel der Idiot ist, der ein sich langsam bewegendes Langschwert benutzt, da Rakuro nicht einmal Fähigkeiten braucht, um seinen Angriffen auszuweichen. Das eigentliche Problem ist, wie er den hochstufigen Spielern, die mit erstklassiger Rüstung ausgestattet sind, Schaden zufügen kann. Es sieht ziemlich schlecht aus, aber zum Glück ist jemand gekommen, der einen der Angreifer mit einem einzigen Schlag völlig vernichtet. Alle Angreifer sind schockiert, als sie erkennen, dass dies die unvergleichliche Feuerkraft des berühmten Attack Masters war. Rakuro hat keine Ahnung, wer diese Person ist, aber er kann nicht glauben, dass eine weitere Person mit einem so gefährlich klingenden Spitznamen aufgetaucht ist. Wir wissen jedoch, dass diese riesige gepanzerte Ritterin in Wirklichkeit Rakuros Stalkerin Rey ist, die froh ist, endlich ihren Augapfel gefunden zu haben. Eine Rückblende zeigt, wie verärgert Rey war, nachdem sie Rakuro nicht finden konnte, egal wie sehr sie suchte, und sie dachte daran, wie Mana ihr sagte, sie solle ihm ihre Gefühle gestehen. Sie dachte daran, wie Rakuro immer Spiele spielte, die so ungewöhnlich und schwierig waren. Sie waren immer zu schwer für sie, und sie dachte daran, wie Mana schwierigere Spiele gespielt hätte. Außerdem hat sie nie ein Spiel gefunden, das sie mit ihm zusammenspielen konnte. Doch mit SLF ändert sich das alles. Rakuro spielte es endlich und sie wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Als sie zum Spiel zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Nachricht auf sie wartete. Es war ein anderes Mitglied ihrer Gilde, Saiga, die auch ihre Schwester ist.
Die Nachricht verriet Rakurus Aufenthaltsort und bat Ray, mit ihm in Kontakt zu treten. Dies war Rays erste echte Chance, ihn zu finden, also verschwendete sie keine Zeit und eilte zu ihm. Die Nachricht verriet auch, dass einige Clans bereits Kontakt zu ihm aufnehmen wollten und dass der gefährliche Ashura Kai unter ihnen war. Ray sah ihn mitten im Kampf und erkannte, dass dies eine große Chance war, die sie nie wieder haben würde. Wenn sie ihn vor den Spielertötern retten könnte, hätte sie eine natürliche Möglichkeit, mit ihm zu reden. Das trieb sie mehr an als alles andere, denn sie war ziemlich verknallt in ihn und wusste, dass das eines Tages dazu führen könnte, dass sie im echten Leben miteinander reden. In diesem Moment hatte sie ihren explosiven Auftritt und Pencilgon merkte sofort, dass die Dinge intensiv werden würden. Pencilgon wusste von Anfang an, dass die Spielertöter aus ihrem Clan es schwer haben würden, gegen Rakuro zu bestehen. Aber der Kampf gegen ihn in SLF hat ihr etwas noch deutlicher vor die Augen geführt. Die Fähigkeiten, die er sich in schrecklichen Spielen aller Genres angeeignet hat, sind wertvoller als einzigartige Gegenstände und hochstufige Werte. Und das ist ein wirklich großer Vorteil in Shangri-La Frontier. Sie hat auch gehört, dass Katsu ebenfalls SLF spielt, sodass mit Rakuro ein geheimes Projekt von ihr immer wahrscheinlicher wird. Pencilgon ist schockiert, als sie feststellt, dass die Person, die sich dem Kampf angeschlossen hat, Saiga Zero ist. Irgendwie hat Rakuro erst die Zoowärterin und jetzt die Attack Master angelockt. Sie ist unglaublich froh, dass sie gekommen ist, aber Animalia ist noch nicht fertig, als sie darauf hinweist, dass sie Pencilgon mit 5 Zaubern getroffen hat. Sie erklärt, dass die Puppe, die Pencilgon benutzt hat, maximal 5 Schwächungszauber reflektiert und sie fragt sich, ob Pencilgon einen Gegenzauber für ihren nächsten Angriff bereit hat. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Ray Rakuro so hartnäckig verfolgt, dass sie gegen einen Pfosten läuft. Er hat immer gelächelt und sich amüsiert, deshalb hat sie angefangen, an ihn zu denken. Sie begann ihn zu suchen und entwickelte schließlich Stalking-Fähigkeiten auf Elite-Niveau. Sie versuchte mehrmals, ihn anzusprechen, aber sie war immer zu schüchtern. Zurück in die Gegenwart. Ray will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und kommt Rakuro zu Hilfe. Rakuro ist sofort misstrauisch gegenüber diesem riesigen Ritter und er vermutet, dass sie genau wie alle anderen hinter dem einzigartigen Szenario her ist. Er weiß, dass er sich einen Ausweg überlegen muss und zu seinem Glück sieht es so aus, als würde Animalia etwas unternehmen wollen. Animalias letzter Angriff erfordert die Fertigkeit Beherrschung und einstellige HP. Diese Tussi ist nur eine weitere Verrückte in diesem Anime, denn sie erklärt, dass ihr nächster Angriff ein Mord-Selbstmord-Fluch ist, der ihren Gegner und sie selbst vernichtet. Pencilgon hat ihre Puppe bereits benutzt und hat keine Möglichkeit, den Fluch zu entkräften, also werden die beiden eliminiert. Der Angriff verursacht eine gewaltige Lichteruption, die alle schockiert, aber das ist Rakuros Chance. Er sagt seiner kleinen pelzigen Freundin, sie solle ein Tor für sie vorbereiten und entschuldigt sich bei dem Ritter, dass er seinen Kopf als Abschussrampe benutzt hat. Vogelgesicht rennt so schnell er kann und die feindliche Gruppe will ihn daran hindern, die Stadt zu erreichen, da es dort von Kopfgeldjägern wimmelt. Zu ihrem Pech ist Ray zu stark und wirft sie zurück. Rakuro traut dem riesigen Ritter immer noch nicht, verspricht aber sich ihren Namen, Saiga Zero, zu merken. Die Ashura Kai-Mitglieder sind wütend, aber Ray ist völlig abgelenkt. Sie kann nicht glauben, dass Rakuro das wirklich getan hat. Sie ist sich nicht sicher, ob sie Rakuro zurückholen kann oder nicht. Sie redet tatsächlich mit ihr und seine Entschuldigung wiederholt sich immer wieder in ihrem Kopf. Die Ashura Kai-Leute sehen das als Chance, etwas Ruhm zu ernten und machen einen Versuch, den Angriffsmeister anzugreifen. Zu ihrem Pech ist sie wütend, weil sie der Grund dafür waren, dass sie nicht mehr mit Rakuro reden konnte. Die Ashura Kai-Mitglieder bereiten sich darauf vor, wegzulaufen, aber Ray lässt sie nicht, denn sie hat immer noch eine Menge Wut an ihnen auszulassen. Dann sehen wir, dass Rakuro und Emule es endlich zurück zum Gasthaus in Rabbitusa geschafft haben. Emule hat keine Magie mehr, weil sie sich vorhin verwandelt hat, aber zum Glück war unser Junge vorbereitet und hat rechtzeitig Gegenstände zur Wiederherstellung des Mana gekauft. In diesem Moment erhält Rakuro eine E-Mail von Pencilgon, die er als schlechte Verliererin bezeichnet. Sie ist ungläubig darüber, dass der Angriffsmeister aus dem Nichts aufgetaucht ist, um ihn zu retten und weist darauf hin, dass ihr Tod ihre eigene Schuld war und sie nicht wirklich gegen ihn verloren hat. Pencilgon will immer noch mit Rakuro sprechen, also sagt sie ihm, er solle Katsu anrufen, damit sie sich zu dritt im Spiel Unite Rounds treffen können. Es ist ein bisschen seltsam, dass sie nicht nur im SLF reden will, also ist er misstrauisch gegenüber ihr. In diesem Moment schickt Katsu ihm eine E-Mail, nachdem er auch von Pencilgon eine Nachricht erhalten hat. Katsu teilt Rakuros Skepsis, aber beide sind auch sehr neugierig darauf, was sie zu sagen haben könnte. Sie beschließen, nicht klein beizugeben, aber im Moment hat Rakuro wichtigere Dinge, um die er sich kümmern muss.
Emil beendet ihren köstlichen Trank und Rakuro erklärt eifrig, dass er bereit ist, dieses einzigartige Szenario in Gang zu setzen. Rakuro fragt sich, was der Mafia-Hasenboss damit meint, ihn auf Vordermann zu bringen. Also beschließt Emil, es ihm einfach zu zeigen, indem sie Rakuro in die Arena bringt, wo sie ihr ernsthaftes Kampftraining absolvieren. Rakuro wird dann gebeten, ihm zu sagen, dass er bereit ist, dieses einzigartige Szenario in Gang zu setzen. Sie kommen im Killer-Kolosseum an und Rakuro staunt, wie riesig es ist. Emil verrät, dass ihr Vater, Schrägstrich Boss, möchte, dass Rakuro dort gegen 10 Monster kämpft. Rakuro ist begeistert von dieser Art von Training und Emil erklärt ihm, dass er nur mit den Killerwaffen kämpfen darf. Das ist für unseren Jungen völlig in Ordnung und er bereitet die Grind-Level vor, bis er Penzelgons selbstfälliges Grinsen aus dem Gesicht wischen kann. Rakuro dehnt sich ausgiebig, bevor er seine Killerklingen des Todes zückt und das erste Monster herauskommen lässt. Unser Protagonist ist ziemlich realistisch, denn er erwartet nicht, dass er bei seinem ersten Versuch gleich 10 in Folge schafft. Er plant durch Versuch und Irrtum, ihre Angriffsmuster zu lernen, um langsam aber sicher den Sieg zu erringen. Sein erster Gegner ist ein ziemlicher Schock für ihn, denn es ist ein Rudel Hunde, die immer in Gruppen von 5 oder mehr auftauchen. Ihre durchschnittliche Stufe ist 65, also fragt sich Rakuro, ob es sich um einen Fehler handelt. Seine rücksichtslose kleine Hasenfreundin erklärt ihm, dass es keinen Fehler gibt und der erste Gegner einfach so funktioniert. Rakuro weiß, dass er alle Hände voll zu tun hat und wird sofort von der Meute ausgelöscht. Zurück in der realen Welt feiert Ray die Tatsache, dass Rakuro mit ihr geredet hat und sie spielt den Moment in ihrem Kopf nach. Das reicht der kleinen Stalkerin aber nicht, denn sie erinnert sich daran, dass sie den Mut finden muss, ihm eine Freundschaftsanfrage zu schicken, wenn sie sich das nächste Mal sehen. Sie fragt sich, ob er annehmen würde und stellt sich vor, dass unser Junge ja sagen würde. Außerdem stellt sie sich vor, dass sie danach auch im echten Leben Freunde werden und das lässt sich vor Freude über die Stränge schlagen. Das Problem ist, dass sie ihn in der dritten Stadt gesucht hat, nachdem sie mit den Schlägern fertig war, ihn aber nicht finden konnte. Also fragt sie sich, was er wohl macht. Daraufhin sehen wir, was er tut. Er starrt auf die Hunde hinunter. Es ist ziemlich klar, dass diese Hunde ihn nur als Futter betrachten und Emil weist darauf hin, dass dies bereits Rakuros 7. Versuch ist. Zum Glück gibt es in der Arena keine Strafe fürs Sterben. Aber nicht nur die schiere Anzahl dieser Biester und ihr hohes Niveau machen unserem schnabelgesichtigen Helden zu schaffen, sondern auch ihre völlig synchronisierten Angriffe. Rakuro gibt bei seinem 7. Versuch sein Bestes und erkennt, dass ihre Koordination das Ergebnis eines Kommandanten ist, der ihnen Befehle gibt. Er hat so oft gegen sie gekämpft, dass er anfängt, es zu erkennen. Eines dieser Monster heult aus sicherer Entfernung und kämpft eigentlich nie. Mit diesem Wissen bewaffnet, setzt unser Junge seinen Spiralangriff auf ihren Anführer ein. Das Monster rennt einfach weg, während die anderen es beschützen. Ihre Koordination gerät aus den Fugen und er weiß, dass er recht hatte. Mit diesem Wissen muss Rakuro nur noch die anderen ignorieren und sich auf den Anführer konzentrieren, bevor er Befehle herausbellen kann. Er macht Jagd auf den Anführer des Rudels und Emil jubelt ihm zu, als er ihn ausschaltet. Da ihr Anführer weg ist, hat er wirklich nichts mehr zu befürchten und löscht die unkoordinierte Bande aus. Rakuro schließt die erste Stufe des Trainings ab und Emil feiert ihren vogelgesichtigen Helden. Rakuro hofft, dass die nächste Runde nicht wieder eine Gruppe von Monstern sein wird und Emil versichert ihm, dass die nächste Runde definitiv ein einzelner Gegner sein wird. Er hofft wirklich, dass das der Fall ist, aber er ist schockiert, als er sieht, dass der nächste Gegner der Parasitentakel heißt. Diese abscheuliche Kreatur ist nur ein Teddybär mit Schlangen auf dem Rücken, sodass Rakuro denkt, dass es sich praktisch um eine weitere Gruppe handelt. Rakuro wandte eine Hit-and-Run-Strategie gegen die Tiertentakel an. Sobald alle Tentakel durchtrennt waren, bewegte sich der Bär nicht mehr und er gewann. Er brauchte nur 4 Versuche. Ein wirklich zäher Kobold war sein 3. Gegner, aber er war einfacher als die beiden vorherigen. Für diesen Gegner brauchte er nur 2 Versuche. Ein Wildschwein war sein 4. Gegner, aber unser Junge hat einige Rodeo-Erfahrungen im Spiel und nutzte diese, um es beim ersten Versuch zu besiegen. Sein 5. Gegner war allerdings ein echter Brocken. Es war ein verrückter, säurekotzender Vogel, für den er 112 Versuche brauchte. Die nächsten Gegner waren relativ einfach und brauchten jeweils nur einen Versuch. Der 9. Gegner unseres Helden war ein Mega-Golem. Er hatte eine Art unsichtbares Energieschild, das ihm 70% seiner HP abzog, wenn er von ihm zurückgestoßen wurde. Schließlich fand er es heraus, dass er ihn nach und nach abbauen musste und besiegte ihn beim 7. Versuch. Unser Junge ist aufgeregter denn je, da er nur noch einen Gegner hat, aber er ist ziemlich verärgert, dass er nach all den Kämpfen nur 2 mickrige Stufen aufgestiegen ist. Das liegt natürlich an dem Seelenhalsband, das Vash ihm auferlegt hat und das seinen Erfahrungsgewinn großzügig halbiert.
Das ist eine sehr gute Sache für unseren Helden. Emil ermutigt das Vogelhirn, eine Pause zu machen, da sie bemerkt hat, dass Rakuro einen schrecklichen Blick in seinen Augen hat. Unser Junge sieht das aber nicht so und macht ein lustiges Gesicht, als er erklärt, dass die ganze Optimierung für ihn super läuft. Rakuro fordert das nächste Monster auf, sich zu melden, und ist schockiert, als er sieht, dass Vash zu Besuch kommt. Vash ist beeindruckt, dass Rakuro bereits die letzte Stufe erreicht hat und weist darauf hin, dass das Training nicht perfekter sein könnte. Rakuro weiß, dass das kein Zufall war, als er darüber nachdenkt, dass der Sieg über das neunte Monster ein weiteres Ereignis ausgelöst hat. Vash erklärt, dass er Rakuros letzten Gegner gerade erst gefangen hat. Er musste wirklich einen Umweg machen, um dieses Monster zu bekommen, und er schickt die angekettete Bestie in die Arena. Vash befreit die Kreatur und unser Junge kann nicht herausfinden, was für ein Monster es ist. Er glaubt, dass es eine Puppe aus längst vergangenen Zeiten ist, die versucht hat, mit einem Baum zu verschmelzen, um ein längeres Leben zu erlangen. Vash beobachtet es genau und bezweifelt, dass Rakuro dieses Monster in seinem derzeitigen Zustand besiegen kann. Weil er ein Monster ist, das kein Monster ist, ist er kein Monster, das besiegt werden kann. Dadurch verändert er die Siegkriterien. Dieses Monster ist offenbar wahnsinnig stark, sodass Rakuro nur 5 Minuten überleben muss, um zu gewinnen. Dieses Ding ist ein Holzmagier, aber Rakuro will unbedingt beweisen, dass er das Level schaffen kann. Rakuro ist zuversichtlich für diesen Härtetest, aber er wird sofort von der ersten Attacke des Monsters überrascht. Dieses verrückte Baumwesen schafft Wurzeln aus dem Nichts und zwingt Rakuro, um sein Leben zu rennen. Vash erklärt, dass er ein großer Fan von Rakuros Selbstvertrauen ist, weist ihn aber darauf hin, dass er es jetzt wirklich unter Beweis stellen muss, wenn er überleben will. Rakuro ist ziemlich gestresst, weil er all seinen Angriffen ausweichen muss, und ihm wird klar, dass es wirklich lange 5 Minuten dauern wird. Von den über 30 Millionen SLF-Spielern ist Rakuro der Erste, der gegen dieses schreckliche Monster kämpft. Rakuro erfährt das erst weit in der Zukunft, aber wir sehen, dass dieser Baummagier die wahnsinnige Stufe 120 erreicht hat. Rakuro tut sein Bestes, um den Wurzeln auszuweichen, aber sie sind scheinbar endlos. Unser Junge ist verrückt, als er versucht, die Lücke zu dem Monster zu schließen, obwohl er doch nur überleben sollte. Das bringt aber nicht viel, denn Rakuros Angriff kratzt nicht einmal den Baumstamm des Zauberers. Es ist ziemlich klar, dass physische Angriffe bei ihm nicht funktionieren, und Rakuro muss jetzt auch noch den Ketten dieses Dings ausweichen. Unserem Spatzenhirn wird klar, dass er einfach ausweichen sollte, um zu gewinnen, und Emil zeigt an, dass bereits eine Minute vergangen ist. Es bleiben noch 4 Minuten, also ist Vash gespannt auf Rakuros Killerseele. Rakuro weicht weiterhin aus, aber es wird immer schwieriger und er merkt, dass sein Gegner ein absolutes Biest ist. Wurzelspeerangriffe, denen man kaum ausweichen kann, weil sie nicht abgewehrt werden, und Ketten, die aussehen, als würden sie alles zerstören, womit sie in Berührung kommen. Als ob diese Dinge nicht schon furchterregend genug wären, jagen sie ihn auch noch herum, als ob er ein Magnet für sie wäre. Das reicht fast aus, um ihn dazu zu bringen, das Ausweichen ganz aufzugeben, und Emil macht sich zunehmend Sorgen um ihn. Und dann gibt es noch etwas Schlimmeres. Dieses Baummonster führt immer wieder magische Angriffe aus. Manche sind elektrisch und manche sind Feuerbälle. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr mischt sich dieser hölzerne Harry Potter seine Magiearten durcheinander. Diesmal setzt der Magier einen Eiszauberangriff ein und Rakuro schafft es kaum, das alles zu überleben, denn die Angriffe scheinen auch immer dichter zu werden. Die Anzahl der Ketten und Wurzeln nimmt zu und die magischen Angriffe beginnen einen größeren Bereich abzudecken. Der magische Ast sieht bedrohlich aus und Rakuro stellt fest, dass er, wenn die Dichte der Angriffe weiter zunimmt, tot sein wird, bevor er 5 Minuten erreicht. In diesem Moment bricht ein violetter Nebel aus dem Boden hervor und es ist nur ein weiterer Zauber aus dem Arsenal des Baumes, den Rakuro fürchten muss. Der Kampf scheint aussichtslos zu sein, denn dieses Ding kann physische Angriffe zunichte machen und fügt ständig eigene Angriffe hinzu. Rakuro beginnt zu denken, dass er eine bessere Chance gegen Lycaon hätte, das ihm seine Narben verpasst hat, und er beginnt wirklich die Hoffnung zu verlieren. Er wird so müde, dass er kaum noch klar denken kann. Rakuro ist bereit, aufzugeben, nach Hause zu gehen und etwas zu essen. Er wird es einfach später nochmal versuchen. Es gibt keine wirkliche Strafe für eine Niederlage, also ist es ihm eigentlich egal. Doch in diesem Moment reißt sich Rakuro zusammen und erinnert sich daran, dass er ein Schwächling ist. Das gleiche Gefühl der Hoffnungslosigkeit erlebte er gegen den Mud-Digger, als er aufgab und sich auf Emil verlassen musste. Rakuro stößt einen Kampfschrei aus, als er wieder gestärkt ist und sich weigert, Abstriche zu machen. Er denkt, dass er sein Leben lang so viele Müllspiele gespielt hat, dass auch sein Gehirn fast zu Müll geworden ist. Aber damit ist jetzt Schluss. Emil und Vash spüren, dass sich etwas verändert hat, und Rakuro macht einen weiteren Vorstoß. Er erklärt, dass er zu viel Trash-Pirin zu sich genommen hat und es mit Gott-Pirin ausgleichen muss.
Rakuro rennt einen Weg entlang, um wieder in die Nähe des Baumes zu kommen und verspricht sich selbst, dass er nicht aufgeben wird. Vash ist beeindruckt, dass er die Angriffswellen durchbrechen konnte, um in Nahkampfreichweite zu kommen, sagt aber, dass es wirklich keinen Sinn hat, da Rakuro nur Grundangriffe austeilen kann. Rakuro schockiert jedoch alle, als er dem Monster den Stab aus der Hand schlägt. Rakuro ist sehr müde, also ist er bereit zu gehen. Er ist bereit, loszulegen. Er ist bereit, den lebenden Baum einfach zu besiegen und direkt ins Bett zu gehen. Er stellt fest, dass das Monster zwar physischen Schaden aufheben kann, der Angriff selbst aber trotzdem durchkommt. Rakuro lässt nicht zu, dass der wahnsinnige Baummagier seinen Stab zurückbekommt und er fragt sich, was mit dem Baum passiert, wenn er ohne ihn kämpfen muss. Es ist klar, dass er nicht mehr zaubern kann, aber er hat immer noch seine Wurzeln und Ketten. Etwas, das Rakuro in all den Jahren des Spielens gelernt hat, ist, dass man in einer postapokalyptischen Welt durch Plündern überlebt. Er nutzt seine Langfingerfähigkeiten, die er in Unite Rounds gelernt hat, und schnappt sich den Stab. Vash und Emil sind beide beeindruckt, aber es sind noch 2 Minuten auf dem Timer übrig und das ist die Zeit, in der Vash sehen will, was Rakuro wirklich tun kann. Der Baum spielt völlig verrückt und Rakuro erkennt, dass der Verlust des Stabes seinen Berserker-Modus ausgelöst haben muss. Die Angriffe werden immer heftiger und Rakuro wünscht sich, er hätte eine Art Warnung bekommen. Die kleine Emil feuert unseren tapferen Helden weiter an und sagt ihm, dass er nur noch 1 Minute überleben muss. Das ist genau das, wofür Rakuros Beweglichkeitsbild gemacht ist, also wird er auf keinen Fall verlieren, nachdem er so nah dran war. Eine der Änderungen ist jedoch, dass er nicht mehr an den Stab herankommt. Die Veränderung greift schließlich nach ihm und wendet, wie erwartet, mehrere Schwächungszauber an. Er kann nicht mehr ausweichen und der Baumzauberer nähert sich ihm. Rakuro schleudert den Stab direkt in den Himmel, sodass der Baum stattdessen hinter ihm her ist. Der Baum holt ihn schließlich zurück, aber Rakuro kann nicht glauben, dass das Monster ihn tatsächlich geholt hat. Rakuro macht sich über das dumme Monster lustig, weil es gewonnen hätte, wenn es einfach weiter angegriffen hätte. Aber jetzt ist die Zeit um. Er nennt es einen Holzkopf, ist aber schockiert, als das Monster beschließt, weiter anzugreifen. Rakuro rennt um sein Leben, während er darauf hinweist, dass der Kampf eigentlich hätte gewonnen sein sollte. Zum Glück schreitet Vash ein, da die 5 Minuten vorbei sind und löscht das Monster komplett aus dem Spiel. Rakuro ist der Sieger und Vash ist wirklich beeindruckt von seiner Killerseele. Rakuro kann nicht glauben, dass Vash es einfach dezimiert hat und fragt sich, wie er es mit einem physischen Angriff angreifen konnte. Vash erklärt ihm, dass er nur mit seinem Stab physische Angriffe abwehren kann und ohne seinen Stab ist er nur ein animierter Baum. Emil kommt an, um zu feiern und Rakuro freut sich, dass er nun seine Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe bekommt. Vash erklärt ihn zum Ehrenbürger von Hasingen, aber Rakuro dachte, der Sieg würde mit einem seltenen Gegenstand oder so etwas einhergehen. Vash nimmt Rakuro das Killerhalsband ab, womit das einzigartige Szenario offiziell abgeschlossen ist und die kleinen Kaninchen gehen. Überraschenderweise gibt es ein einzigartiges Bonus-Szenario namens Killer X. Rakuro ist jedoch sauer, dass er kein einziges echtes Beutestück bekommen hat und lockt sich aus dem Spiel aus. Es ist schon ziemlich spät, also beschließt Rakuro einfach ein bisschen zu schlafen. Am nächsten Morgen liest Rakuro, dass die empfohlene Stufe für das einzigartige Bonus-Szenario 80 ist, aber er ist nur Stufe 31. Es gibt eine Geschichte hinter der Quest, aber er hat es aufgegeben, sie zu lesen, als er überwältigt war. I mean, es gibt ganze Clans, die sich der Aufgabe widmen, das gesamte Wissen im Spiel zu lernen. Also wäre es sehr schwierig für ihn, das alleine zu schaffen. Rakuro beschließt, eine Pause von all den einzigartigen Szenarien zu machen. Stattdessen sieht er sich die Stadt an und macht sich auf den Weg in das nächste Gebiet. Emil ist mit dem Gießen ihrer Pflanzen fertig und bereit, ebenfalls weiterzuziehen. Rakuro wird klar, dass, wenn er so aussieht, wie er aussieht, sicher wieder von Playerkillern und Infojägern belästigt werden wird. Seine Kopfbedeckung zu ändern wird nicht ausreichen, da seine Leikagon-Markierungen ebenfalls Aufmerksamkeit erregen würden. Emil erweist sich als so nützlich wie immer und empfiehlt ihm, seine gesamte Gestalt zu bedecken. Er hat absolut keine Ahnung, wie er das machen soll, aber sie weiß genau, wo. Sie geht zu einem kleinen Kaninchen namens Peace, der eigentlich Emils kleiner Bruder ist. Er erwirbt Waren und verkauft sie in Hasingen. Er verkauft auch an anderen Orten, aber dazu muss er sich in einen Menschen verwandeln, also macht er das nicht wirklich oft. Der kleine Hase nennt ihn einen Vogelmann, also beweist Rakuro, dass er ein Mensch ist, indem er seine Maske abnimmt. Emil ist schockiert, dass er seine Maske für einen Moment abgenommen hat, denn sie war sich sicher, dass er einen dunklen Grund hatte, sie die ganze Zeit aufzubehalten. Emil fragt nach dem seltenen Gegenstand, den Peace gerade gefunden hat, und er sucht ihn in seinem Inventar.
Danach sehen wir, dass dieser Gegenstand wie eine Art Bettlaken aussieht und Rakuro sieht aus, als würde er an Halloween ein Geisterkostüm tragen. Sie gehen los, um eine Karte für die Gegend um Drittlämmer zu besorgen und Rakuro erntet alle möglichen seltsamen Blicke. Einen Moment später kann Rakuro sich nicht mehr zurückhalten und sagt, wie sehr er sein Bettlakenkostümgesicht hasst. Doch Rakuro beruhigt sich, als er merkt, dass er wenigstens alles bekommen hat, was er braucht. Rakuro weist auch darauf hin, dass Emiul in menschlicher Gestalt ihre magische Kraft sehr schnell verbraucht, während sie einen weiteren Trank hinunterschlürft. Sie müssen sich auf den Weg zum nächsten Gebiet machen und es gibt drei Wege, die sie nehmen können. Der eine ist der Kratersee des Niedergangs, ein Ort, an dem sich das Wasser im Krater eines längst erloschenen Vulkans zu einem See gesammelt hat. Die zweite ist die bunt schillernde Waldgrotte, ein Labyrinth aus Höhlen, das von Pflanzen überwuchert ist. Die letzte Route sind die Eisenruinen des göttlichen Zeitalters, Ruinen aus der Ära der Göttlichkeit, die ihren Namen von den vielen schwebenden Eisenbrettern haben. Rakuro erkennt die Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung und sagt Emiul, sie solle sich beruhigen, als sie vorschlägt, zum Kratersee des Niedergangs zu gehen. Doch Rakuro beschließt, durch die bunt schillernde Waldgrotte zu gehen und erklärt seine brillante Entscheidung. Er erklärt, dass er die Eisenruinen des göttlichen Zeitalters um jeden Preis vermeiden müssen, weil er sie für eine Falle hält. Während Rakuro damit beschäftigt ist, seine eigene Genialität zu loben, bemerkt Emiul eine Person, an die sie sich irgendwie erinnert und die sie beobachtet. Diese gepanzerte Person sieht aus wie ein unheimlicher Stalker und Rakuro ist schockiert, als er sieht, wer es ist. An anderer Stelle finden wir ein Schiff, das irgendwo geparkt ist und wir treffen den Anführer des Clans der Ashura Kai namens Ocelot. Er ist enttäuscht von seinem Clan, weil sie ihn im Stich gelassen und Schande über ihren Clan gebracht haben. Sie entschuldigen sich und schieben ihr Versagen auf die Ankunft des Angriffsmeisters. Ocelot will jedoch keine Ausreden hören. Das Geheimnis eines einzigartigen Szenarios steht auf dem Spiel, also hätten sie erwarten müssen, dass die besten Spieler auftauchen. Pencilgon ist Teil dieses Clans und sagt Ocelot furchtlos, dass er es einfach selbst hätte tun sollen. Er sagt, dass er beschäftigt war und erklärt, dass das Kaninchen, hinter dem sie her sind, definitiv der Schlüssel zu einem Haufen geheimer Dinge ist. Ocelot will antworten, also sagt er der Gruppe, dass sie sie mit allen Mitteln aus Rakuro herausholen sollen. Pencilgon meint, dass sie stattdessen einzigartige Monster jagen sollten, aber Ocelot erinnert sie daran, dass diese Monster nicht dafür gemacht sind, besiegt zu werden. Im Moment sind sie die Einzigen, die wissen, unter welchen Bedingungen die einzigartigen Monster spawnen. Die Spielerinnen und Spieler erhalten Erfahrung, wenn sie dem Monster begegnen und wenn sie es richtig planen, können sie es nutzen, um viel stärker zu werden. Alle sind sich einig, das Monster nicht zu jagen, aber Pencilgon findet, dass sie alle nutzlos sind. Ocelot versucht, sie davon abzuhalten, aber sie hat wichtigere Dinge zu tun. Ein Ashura Kai wurde immer gehasst, also beschlossen sie, vom Hass zu leben. Doch der letzte Patch hat das Töten von Spielern viel riskanter gemacht, also hat sich der Clan verändert. Pencilgon kann nicht glauben, dass sie ihren Kopf für einen kleinen NPC aufs Spiel setzt und erklärt, dass es für sie ein großes Risiko ist, ob sie gewinnt oder verliert. Sie ist bereit, alles zu opfern, um das einzigartige Monster, einen der sieben Kolosse namens Weatherman the Tombguard, zu begraben. Zurück bei unserem vogelköpfigen Helden macht sich Rakuro Sorgen, dass Saigar Zero sich dafür rächen will, dass er auf ihn getreten ist. Saigar Zero bewegt sich auf ihn zu, aber Rakuro hat Angst und sagt Emiul, dass es Zeit ist zu fliehen. In der Nähe suchen die Mitglieder von Ashura Kai nach Rakuro. Dieser rennt in ihre Nähe, aber sie halten ihn für einen Verrückten, der ein Bettlaken trägt. Leider schweben Spielernamen über ihrem Kopf, sodass die Jungs merken, dass es Rakuros Ingame-Name Sanraku ist. Sie lassen sich von seinem Geisterkostüm nicht verwirren und jagen ihm hinterher. Er verursacht eine ziemliche Szene, aber er hat keine andere Wahl, da die Nacht ihn verfolgt. Rakuro sagt Emiul, dass es Zeit ist, zum nächsten Gebiet aufzubrechen und die Ashura Kai-Jungs beschließen, dass der Vogel sehr wahrscheinlich zu den Eisenruinen aufbrechen wird. Sie kontaktieren ihre anderen Mitglieder und bereiten sich auf einen Hinterhalt am Ausgangstor vor. Emiul erinnert Rakuro daran, dass er gesagt hat, sie würden zur bunt schillernden Waldgrotte gehen und er erklärt, dass er in die falsche Richtung geht, um alle zu täuschen. Er weiß, dass sie am Tor auf ihn warten werden, aber er plant, sie in einer Gasse abzuschütteln. Sein Plan geht auf, denn sie verlieren Rakuro aus den Augen und beschließen, einfach am Tor zu den eisernen Ruinen zu warten. Unser genialer Protagonist verkleidet sich perfekt mit seinem Bettlaken und bringt Emiul ein paar Dinge über Täuschung bei. Schließlich erreichen sie ihr wahres Ziel, sind aber fassungslos, als Saigar Zero hinter ihnen auftaucht. Rakuro denkt by the way immer noch, dass der riesige Ritter ein Mann ist und befürchtet das Schlimmste. Er ist jedoch erleichtert, als Saigar Zero ihm einfach eine Freundschaftsanfrage schickt. Saigar Zero murmelt, dass sie mit ihm befreundet sein will, aber ihre Stimme ist so leise, dass Rakuro kein einziges Wort verstehen kann.
Rakuro beginnt sich zu fragen, ob sie ein Mädchen ist, wird aber skeptisch. Er glaubt, dass sie versucht, ihn aus der Reserve zu locken, aber ihm wird klar, dass er schon längst tot wäre, wenn der Angriffsmeister es gewollt hätte. Rakuro hat ernsthafte Vertrauensprobleme und fragt sich, ob sie versucht, sich mit ihm anzufreunden, damit er das Szenario ausplaudert. Er kommt zu dem Schluss, dass der riesige Ritter irgendetwas vorhat, da sie seine Verkleidung durchschaut und sein Ziel bestimmt hat. Rakuro ist jedoch zuversichtlich, denn er ist ein Gamer, der schon alle Arten von PvP erlebt hat. Er ist auf alles gefasst, also plant er ein Spiel direkt in ihre Hände und ist sich sicher, dass er sie immer noch schlagen kann. Rakuro nimmt die Freundschaftsanfrage an und der Traum der kleinen Stalkerin ist endlich wahr geworden. Wir sehen dann, dass es reines Glück war, dass sie ihn gefunden hat, aber sie könnte nicht glücklicher sein. Sie sagt Rakuro, dass sie ihm durch das Spiel helfen kann, aber jemand hat Rakuros Vertrauen schon einmal ernsthaft gebrochen. Er nimmt ihr einfaches Angebot als Beweis dafür, dass sie versucht, ihn in ihre Schuld zu bringen, damit sie Informationen von ihm erlangen kann. Rakuro lehnt ihr Angebot ab, indem er sagt, dass er sich nicht mitreißen lassen will, woraufhin sie sich entschuldigt und ihm nachdrücklich Glück wünscht. Rakuro entschuldigt sich dafür, dass er ihren riesigen Kopf zuvor als Sprungbrett benutzt hat, aber sie sagt, dass es in Ordnung ist und er es jederzeit wieder tun kann. Die beiden verabschieden sich und Rakuro findet es seltsam, dass sie so schnell einen Rückzieher gemacht hat. Emil findet, dass der Ritter ziemlich stark aussieht und Rakuro stellt fest, dass Saiga Zero wahrscheinlich 4 oder 5 Mal stärker ist als er. Emil sagt, dass Rakuro eine stärkere Killerseele hat, aber unser Vogelmann hat immer noch keine Ahnung, was eine Killerseele ist. Ray sieht zu, wie er weggeht und Rakuro beschließt, die ganze Begegnung hinter sich zu lassen. Ray merkt, dass das Mädchen, mit dem er zusammen war, ein NPC ist, aber das ist ihr egal, wenn sie sich daran erinnert, dass Rakuro endlich ihre Freundschaftsanfrage angenommen hat. Die Ashura Kai-Jungs merken, dass sie ausgetrickst wurden und beschließen, zur bunt schillernden Waldgrotte zu gehen. Als sie den furchterregenden Angriffsmeister dort sehen, beschließen sie zu fliehen. Im Wald kann sich unser Duo endlich entspannen, sodass Emil wieder zum Hasen und unser Held wieder zum Vogel wird. Der Tunnel ist mit leuchtendem Moos bedeckt und Rakuro erklärt, dass er in anderen Spielen schon viele Dinge gesehen hat, wenn er aus Tunneln herauskam. Unter anderem auf ihn gerichtete Gewehre und wunderschöne Sternschnuppen. Aber dieser erstaunliche Wald übertrumpft alles. Dieser Ort ist wunderschön und der Wald beherbergt ganz besondere Kreaturen. Dazu gehören Imperiumbienen und einige Insekten, die als Lager dienen. Die Käfer töten sich gegenseitig links und rechts und Rakuro ist aufgeregt, denn nichts ist schöner, als ein neues Gebiet zu betreten. Rakuro ist ein bisschen knapp bei Kasse, weil er sich mit Gegenständen eingedeckt hat. Also beschließt er, einen der Lagerinsekten zu erledigen, in der Hoffnung, einen wertvollen Gegenstand zu finden. Er scheitert jedoch kläglich und stellt fest, dass das Insekt trotz seines riesigen Kugelbauchs ziemlich leicht auf den Flügeln ist. Es ist trotzdem zu langsam für einen Vogel wie ihn und Rakuro vernichtet es. Zum Glück hatte er recht. Solange er den Bauch nicht beschädigt, kann er ihn als Gegenstand mitnehmen. Emil kann ihre Begeisterung nicht zügeln und Rakuro beschließt, dass sie so viele Gegenstände wie möglich einsammeln sollten. Rakuro entdeckt ihre nächste Beute und Emil ist überrascht zu sehen, dass er irgendwann ein Wurfmesser gekauft hat. Nahkampf ist seine einzige Kampfoption, aber er ist ziemlich traumatisiert, weil er in der Arena von dem Kackvogel angekackt wurde. Das Wurfmesser ist ein Verbrauchsgegenstand, aber es ist eine gute Möglichkeit, um aus der Ferne anzugreifen. Rakuro benutzt das Messer, um eine Blume anzugreifen, aber er wusste die ganze Zeit, dass es eine getarnte Gottesanbeterin war. Er verlangt, dass sie sich in Beute für ihn verwandelt und er zerstört sie. Emil jubelt ihrem Helden zu und Rakuro erklärt, dass die Gottesanbeterin ohne ihre Tarntricks aus dem Hinterhalt ziemlich leicht zu besiegen ist. Rakuro überprüft sein Inventar und stellt fest, dass er schon eine Menge Beute gemacht hat, aber eine Kreatur hat er noch nicht besiegt. In diesem Moment bebt der Boden, als diese Kreatur auftaucht. Es ist ein riesiger Käfer, der mindestens 5 Meter lang ist. Er trinkt Baumsaft auf dem Gebiet der Imperiumbienen, aber die Bienen lassen sich das nicht gefallen. Sie greifen den einsamen Käfer an und Rakuro ist erstaunt, denn sie folgen eindeutig den Befehlen ihrer Königin. Unser Junge fängt an, den Kampf nachzukommentieren und weist darauf hin, dass der Käfer nicht aufgibt. Emil ist die Nächste, die einen lustigen Kommentar abgibt, aber sie ist nicht besonders gut im Improvisieren. Der Kampf geht weiter und der Käfer benutzt sein Horn, um anzugreifen, während er sich auf das Bienennest zubewegt. Emil ist endlich bereit, einen Kommentar abzugeben, sagt aber nur, dass der Käfer groß ist. Unser Junge meldet sich mit einem intensiveren Kommentar zu Wort und weist darauf hin, dass die Bienen mehrere Schwachstellen in der Rüstung des Käfers geschaffen haben. Die Bienenkönigin will gerade ihrer Armee befehlen, den Kampf zu beenden, aber der Käfer geht schockierenderweise direkt auf die Königin los. Der Käfer hat nur darauf gewartet, in die Reichweite der Königin zu kommen und ist nun siegreich.
Ohne Anführerin zerstreuen sich die restlichen Bienen und der Käfer geht zurück, um seine Mahlzeit zu verzehren. Rakuro bewundert den Vierhornkäfer, aber dieser Käfer ist wahnsinnig und geht als nächstes auf sie los. Sie rennen um ihr Leben und Rakuro versucht zu erklären, dass er nur die Beute einsammeln wollte, die die Bienen fallen ließen. Emil weist darauf hin, dass der Käfer gedacht haben muss, dass sie seinen Saft wollten und Rakuro hat eine Idee. Er wirft einen Magensack auf eine Gottesanbeterin, sodass er platzt und der Käfer sich stattdessen auf sie stürzt. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und Rakuro zielt auf die Risse in der Panzerung des Käfers. Dank seines Glücks landet er eine Menge kritischer Treffer und der einst stolze Kriegskäfer ist jetzt ein Haufen nichts. Rakuro hat jetzt sein ganzes Inventar voll, also hält er sich zurück, um noch mehr zu sammeln. Emil gefällt die Idee nicht, die Arbeitskraft der Bienen auszubeuten, aber Rakuro erklärt ihr, dass sie in einer käferfressenden Käferwelt leben. Rakuro erinnert sich, dass der Boss des Gebiets eine Spinne ist und Emil erklärt, dass sie Clownspinne heißt. Mittlerweile hängen überall Spinnennetze, also nimmt Rakuro an, dass sie dem Boss näher kommen müssten. Er beschließt, furchtlos eine Höhle zu betreten, aber wir sehen, dass die schreckliche Spinne schon auf ihn wartet. Ein kurzer Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt eine andere Gruppe und ein Mädchen ist entsetzt, dass ihr Anführer so bald gegen den Gebietsboss kämpfen will. Ihr Anführer sagt ihr, sie solle sich beruhigen, da er zuversichtlich ist, dass sie gewinnen können, aber der Typ bleibt einfach in einem Spinnennetz stecken. Die Mädchen bekommen es mit der Angst zu tun und wir sehen auch warum, denn sie haben gerade die schreckliche Clownspinne getroffen. Zurück in die Gegenwart. Rakuro macht sich auf den Weg zur Höhle. Er darf sie jedoch nicht betreten, da andere Spieler gerade gegen den Boss des Gebiets kämpfen. Der rosahaarige Kerl von vorhin stürzt ab und beklagt sich, dass er den ganzen Weg wieder hochklettern muss. Pinky ist immer noch zuversichtlich, dass er diese schreckliche Situation irgendwie wenden kann, aber am Ende wird er einfach platt gemacht wie ein Pfannkuchen. Rakuro spricht ein Gebet für den gefallenen Abenteurer, aber jetzt ist er selbst an der Reihe. Die unschuldige kleine Emil ist schockiert, dass er so schnell weitermachen kann, aber Rakuro erinnert sie daran, dass die Spieler einfach wieder in Drittlemma auftauchen werden. Sie machen sich auf den Weg in die Höhle und finden die Leichen der armen Spieler, die vor ihnen kamen. Rakuro zeigt sein großes Selbstvertrauen, als er Emil sagt, sie solle zurückbleiben. Er plant, die Clownspinne ganz alleine zu besiegen, ohne zu sterben oder Schaden zu nehmen. Emil denkt, dass unser Junge absolut verrückt ist, aber er hat seine Entscheidung bereits getroffen und ruft den Gebietsboss herbei. Je höher Rakuro klettert, desto dichter werden die Netze. Zum Glück hat er einige neue Fähigkeiten, nachdem er in der Arena aufgelevelt hat. Er versucht zu entscheiden, welche er in dieser Situation am besten einsetzen sollte, aber er muss sich schnell umdrehen, um einem herabfallenden Felsbrocken auszuweichen. Er nutzt seine neue Fähigkeit, den sogenannten Schiffsprung, und kann dem Felsen ausweichen. Emil überlebt nur knapp und warnt unseren Helden, vorsichtig mit den Spinnweben vor ihm zu sein. Sie befürchtet, dass er daran hängen bleibt, ist aber schockiert, als das nicht der Fall ist. Unser Junge ist eine Art Spinnenexperte, denn er stellt fest, dass horizontale radiale Linien von Spinnennetzen nicht klebrig sind. Einige weitere Felsen stürzen herab, aber solange er darauf achtet, wo er hintritt, sollte es ihm gut gehen. Seine Vorsicht in Kombination mit einer Beschleunigungsfähigkeit ermöglicht es ihm, viel schneller zu klettern und Emil muss fallenden Steinen ausweichen, um ihr Leben zu retten. Rakuro steht schließlich der Clownspinne gegenüber und weicht ein paar ihrer kläglichen Angriffe aus. Dann setzt Rakuro eine neue Fähigkeit namens Schleifenschlitzer ein und schneidet ein Bein der Spinne ab. Das reicht natürlich nicht aus, um zu gewinnen, also benutzt er die Fertigkeit stürmender Schlitzer, um noch mehr Schaden anzurichten. Die dumme Spinne kann ihr Gleichgewicht nicht halten und fällt herab. Rakuro stellt fest, dass ein Sturz aus dieser Höhe ziemlichen Schaden anrichten würde. Die Spinne versucht meanwhile ihr Netz auszukacken, um sich zu retten, aber unser Junge schaltet das sofort mit einem Wurfmesser aus. Die Spinne knallt auf den Boden und Rakuro weiß bereits, dass das nicht ausreichen wird, um ihr Leben zu beenden. Ein Blick an die Decke zeigt, dass diese Spinne eine Sammlung von schweren Sachen hat, die sie fallen lassen kann. Also hatte Rakuro eine Idee. Die Clownspinne macht sich bereit für Runde 2, aber unser Junge hat bereits begonnen, Felsbrocken und Bäume fallen zu lassen, um die Spinne zu zerquetschen. Die Spinne wird zusammengeschlagen und Emil jubelt, denn es sieht wirklich so aus, als würde ihr Held die Spinne unbeschadet besiegen. Die Spinne beginnt aufzustehen und Emil fragt sich, was unser verrückter Protagonist macht, während er abzusteigen beginnt. Es stellt sich heraus, dass Rakuro sich nicht damit zufrieden gibt, auf diese Weise zu gewinnen. Denn wenn er nicht einmal einen einfachen Gebietsboss besiegen kann, dann ist er auch nicht gut genug, um Lycaon zu besiegen. Rakuro stürzt sich auf die Spinne und landet einen kritischen Treffer, woraufhin der Gebietsboss komplett explodiert. Emil kommt dann zum Feiern, als Rakuro zum Sieger erklärt wird. Er hat den Gebietsboss, genau wie versprochen, besiegt, ohne Schaden und ohne Tod. In diesem Moment erhält er eine Nachricht von Pencilgon, aber er ist nicht der Einzige.
Ein blondes Mädchen hat die Nachricht ebenfalls bekommen. Sie ist ziemlich enttäuscht, denn sie hat viel darüber gehört, dass Bosse solo schwer zu besiegen sind, aber sie hat es gerade ganz allein mit dem Mattdigger aufgenommen. Dieser Spieler ist eigentlich Katsu und er freut sich auf etwas, das ihn wirklich herausfordert. Zurück im Spieleladen erzählt Rei Mana aufgeregt, dass sie Rakuro nicht mehr wie einen Fiesling stalken muss, weil sie jetzt Freunde sind. Rei schwärmt von ihrem Schwarm, weil er es geschafft hat, die erste Stadt zu überspringen und irgendwie einen unbezähmbaren Killerhasen mitgebracht hat. Rei ist aufgeregt, als sie denkt, dass Rakuro im Laden angekommen ist, aber es ist nur irgendein zufälliger Typ. Es stellt sich heraus, dass Rakuro seit mehreren Tagen nicht mehr in den Laden gekommen ist, also nimmt Mana an, dass er SLF spielt. Da Rakuro ein ziemlich unberechenbarer Typ ist, geht sie davon aus, dass er der Erste sein wird, der ein einzigartiges Monster besiegt. Rei geht nach Hause, ist aber verblüfft, als sie unseren Jungen zufällig in einem anderen Laden antrifft, wo er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Rei geht sofort wieder auf die Pirsch und beobachtet ihn genau. In einer Zeitschrift liest Rakuro über das Interview seines Freundes Katsu. Katsu ist ein Profi-Gamer, aber auch ein gewaltiger Trash-Talker. Rakuro liest auch, dass es ein großes Sommer-Update für SLF geben wird und er denkt daran, wie er gerade sein Treffen mit Penzelgon hatte. Ein Rückblick auf das Treffen in einem anderen Spiel zeigt, wie Penzelgon darauf hinweist, dass es schon so lange her ist, dass ihre Gäste sie besucht haben. Das letzte Mal, dass sie sich alle gesehen haben, war, als sie ihr Schloss angriffen und die 80 Spieler, die es bewachten, besiegten. Ihre Gäste sind Rakuro und Katsu. Die beiden Jungs erinnern sich daran, wie viel Spaß es gemacht hat, ihre Burg zu zerstören und sie zeigen, dass Penzelgon immer noch sehr verärgert darüber ist. Penzelgon erregt ihre Aufmerksamkeit, denn sie hat genug und erinnert sie daran, dass sie etwas zu besprechen haben. Sie kommt gleich zur Sache und bittet sie, sich mit ihr zusammenzutun, um ein bestimmtes, einzigartiges Monster zu besiegen, und zwar den Grabwächter Vesaemon. Die beiden Jungen denken einen Moment darüber nach, aber dann sind sie schockiert. Es ist ein einzigartiges Monster, genau wie Lycaon. Penzelgon erklärt, wie ernst es hier ist, aber Rakuro dachte, sie würden sich nur treffen, um über den Kampf gegen einen hochrangigen Clan oder so zu reden. Rakuro weist darauf hin, dass sie nur zu dritt sind und fragt sich, ob sie wirklich glaubt, dass sie es selbst schaffen können, da er keine Ahnung von diesem Vesaemon-Monster hat. Penzelgon erklärt, dass Vesaemon nicht die Art von Kerl ist, die mit Zahlen zu Fall gebracht werden kann. Sie hat es mit einem Team aus den 15 besten Mitgliedern von Ashura Kai versucht, aber sie sind gescheitert. Es ist die Art von Monstern, die mit mehr Gegnern stärker wird, aber das ist noch nicht alles. Penzelgon weigert sich dann, ihnen mehr zu sagen, bis sie zustimmen, sich ihr anzuschließen. Ihr Plan ist es, in 2 Wochen anzugreifen, nachts gleich nachdem das Update vollzogen wurde. Rakuro denkt darüber nach und fragt sich, warum sie 2 Spieler fragt, die gerade erst mit dem Spiel angefangen haben, wenn sie auch ein paar Spieler der höchsten Stufe fragen könnte. Penzelgon scheint seine Gedanken lesen zu können, denn sie erklärt ihm, dass ihr niedriges Level keine Rolle spielt. Was sie braucht, sind reine Spielfähigkeiten. Deshalb hat sie sich für Katsu entschieden, der ein Profi-Gamer ist, und für Rakuro, der göttliche Fähigkeiten als Trash-Spieler hat. Rakuro fragt sich, ob ihre Fähigkeiten wirklich so vergleichbar sind, und ist verärgert, als sein Kumpel Katsu das verneint. Penzelgon will nur ihre Antworten und ist offen dafür zu hören, was sie als zusätzliche Belohnung wollen. Rakuro sagt, dass er die Situation gut versteht, aber er merkt, dass sie immer noch etwas verbirgt. Er stimmt noch nichts zu und sagt ihr, dass sie ihnen ihr Geheimnis verraten muss. Penzelgon sagt ihnen, was es ist, aber wir haben nicht das Privileg, es zu hören. In der realen Welt verlässt Rakuro den Laden und Rei ruft ihm aus ihrem Versteck zu. Rakuro ist überrumpelt und erinnert sich nur daran, dass sie vor einem Jahr ein Mädchen aus einer seiner Klassen war. Rei starrt ihn unbeholfen an und Rakuro versucht verzweifelt, sich an ihren Namen zu erinnern. Zum Glück erinnert er sich in letzter Sekunde und Rei weist ihn darauf hin, wie groß der Zufall ist, dass sie sich dort treffen. Unser Junge war gerade dabei, typisches Gamer-Zubehör zu kaufen und Rei war auf dem Weg zum Judo-Training. Rei erzählt, dass Mana ihr erzählt hat, dass er SLF spielt und sie erzählt ihm, dass sie auch spielt. Sie würde gerne mal zusammenspielen, aber Rakuro wird durch eine Nachricht abgelenkt. Es ist eine dringende Nachricht von Penzelgon, also sagt er Rei auf Wiedersehen und rast davon. Rei ist nur froh, dass sie noch ein paar Worte mit Rakuro wechseln konnte. Rakuro hat fucking viele Energies gekauft, was bedeutet, dass er wohl eine lange Spielsession plant, also hofft sie, ihn im Spiel wiederzutreffen. Zu Hause angekommen lädt Rakuro SLF und fragt sich, ob er Rei nach ihrem Namen im Spiel hätte fragen sollen. Im Spiel begrüßt Emule ihn etwas zu knapp und Rakuro verrät, dass er ihr etwas zu sagen hat. Er sagt ihr, dass er in 2 Wochen gegen Vesaemon, den Grabwächter, kämpfen wird und dass er daran denkt, Emule in dieser Zeit aus der Gruppe zu entfernen.
Emiul verliert daraufhin völlig den Verstand, als sie den Namen Wesaemon hört und eilt sofort los, um es ihrem Mafia-Boss-Vater zu sagen. Rakuro hat keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber er hat keine Zeit, es herauszufinden, da er sich mit Penselgon treffen muss. Ein Rückblick auf ihr Treffen zeigt, dass Rakuro Penselgon gefragt hat, ob er Emiul einen NPC mitbringen kann. Penselgon kennt den kleinen Hasen natürlich und sagt ihm, dass er Emiul aus seiner Gruppe nehmen soll, wenn er sich wirklich um sie sorgt. Dann verrät sie ihm schockiert, dass ein NPC in SLF nicht wiederbelebt wird, wenn er stirbt. Einige Zeit später sehen wir, dass Emiuls Vater Rakuro zu sich gerufen hat, um seinen Plan direkt aus seinem Mund zu hören. Er will wissen, ob es wahr ist, dass Rakuro einen Kampf mit dem sogenannten Grabwächter geplant hat. Rakuro merkt sofort, dass dieses plötzliche Ereignis wichtig sein muss. Die beste Taktik, die er jetzt anwenden kann, um mit dem Mafia-Boss zu reden, ist ein Rollenspiel in diesem Szenario und seinen Charakteren. Wenn er es richtig macht, könnte er wertvolle Informationen über Wesaemon bekommen. Rakuro beschließt, dass er Vash überzeugen muss, sich auf seine Seite zu stellen, und der Schlüssel dazu wird sein, das Wort Killerseele zu benutzen. Vash erinnert Rakuro daran, dass er zu schwach ist, um es mit Wesaemon aufzunehmen. Rakuro erklärt dramatisch, dass er diese Herausforderung nicht annimmt, weil er glaubt, dass er gewinnen kann. Er erklärt, dass er nur als Unterstützung fungieren wird, da seine Teamkollegin den Großteil des Kampfes übernehmen wird. Rakuro erklärt, dass eine Gruppe von Mördern Wesaemon aus eigennützigen Gründen ausnutzt. Sie sammeln tonnenweise Erfahrung, indem sie immer wieder auf ihn treffen. Rakuros Teamkollegin ist eine Überläuferin dieser Gruppe und sie will den Kampf ein für allemal beenden. Rakuro erklärt, dass sie alle Maßnahmen ergriffen hat, um den Sieg zu sichern, aber Vash entgegnet, dass es keine Rolle spielt, wie viele Maßnahmen sie ergreifen. Wenn sie nicht stark genug sind, begeben sie sich nur auf eine Mission der Selbstzerstörung. Todesmissionen sind nicht das, worum es bei einer Killerseele geht, und Vash hat ihn eines Besseren belehrt. Rakuro hat nicht die Absicht zu verlieren und erklärt, dass er und seine Freunde einfach den Willen ihres Anführers unterstützen wollen, gegen Wesaemon zu gewinnen. Rakuro erklärt, dass er ihr zu Hilfe kommt, um seine eigene Killerseele aufrechtzuerhalten. Er sagt Vash, dass er nur 2 Wochen braucht. 2 Wochen, in denen Vash Rakuro, der zugibt, dass er ein unerfahrener Narr ist, zu einem würdigen Herausforderer gegen einen starken Gegner machen kann. Vash scheint überzeugt zu sein, als er anfängt, über Ehre zu sprechen. Er sagt, dass ein bestimmter Mann sehr unbeholfen ist, und Rakuro fragt sich, ob er Wesaemon meint. Dieser Mann ist übermäßig ernst und weiß nicht, wann er aufhören soll. Er hat seine Frau wegen einer kleinen Lüge verloren und deshalb ist er mit einem unsterblichen Körper verflucht. Er ist jetzt nur noch eine wandelnde Leiche, die nicht einmal in der Lage ist, sich selbst zur Ruhe zu legen. Aus diesem Grund muss ihn jemand niederschlagen und einschläfern. Vash hat sich geschworen, selbst keine Hand an diesen Mann zu legen, aber da Rakuro so hartnäckig ist, wird er ihn nicht aufhalten. Zu allem Überfluss lässt Vash sogar seine geliebte Tochter darauf bestehen. Vash bringt Rakuro dazu, ihm zu folgen, als er sich bereit erklärt, ihm zu helfen. Rakuro ist schockiert, als sie bei einer Schmiede ankommen. Er feiert einen Moment lang, weil er es geschafft hat, die nächste Stufe des Hasingen-Events zu erreichen. Vash wendet sich an den Schmied namens Bilek, der auch ein weiteres Geschwisterchen von Emiul ist. Das sind bisher schon 3 Kinder, also fragt sich Rakuro, ob das ganze Geld in Hasingen oder in Vashs Kindern steckt. Rakuro wird vorgestellt und Bilek sagt, er sehe genauso aus wie eine Person namens Evil. Vash wirft einen Blick auf Rakuros Killerwaffen und freut sich, dass Rakuro von seinen Waffen gut aufgenommen wurde. Vash erklärt, dass er die Waffen erwecken wird, aber Bilek ist schockiert, das zu hören. Sie kann nicht glauben, dass Vash den Hammer selbst schwingen wird, aber Vash erklärt, dass er das muss. Wenn Rakuro es mit Wesaemon aufnehmen will, kann er nicht einfach da sitzen und nichts tun. Bilek ist sehr aufgeregt und geht los, um die Schmiede in Gang zu bringen. Vash fragt Rakuro, ob er gute Materialien hat, die er nach einem schwierigen Kampf bekommen hat, also durchsucht Rakuro sein Inventar. Schließlich wird er fündig und überreicht Vash einen 4-Horn-Käferpanzer. Er hat den Imperium-Bienen sehr lange standgehalten, also sollte er ein gutes Material sein. Vash stimmt zu und macht sich bereit. Bilek erklärt, dass Rakuro sich glücklich schätzen kann, denn ihr Chef hat schon seit Jahren keinen Hammer mehr in der Hand gehabt. Das letzte Mal war noch, bevor er der König der Kaninchen wurde. Emiul verrät, dass Vash ein guter Schmied ist und er ist kein gewöhnlicher Schmied. Sein Fachwissen im Schmieden erlaubt es ihm, sich selbst einen Meister zu nennen. Und sein Wissen über das Königszeitalter macht ihn zu einem alten Handwerker. Als Meister von beidem ist er ein göttlicher Handwerker, der oberste Schmied, unübertroffen. Emiul wird aufgeregt, als ihr Vater bereit ist, anzufangen. Vash hämmert auf Rakuros Waffen ein und Rakuro ist überrascht, dass magische Kreise erscheinen. Sie tauchen bei jedem einzelnen Schlag auf und werden dann von der Waffe absorbiert.
Bilek verrät, dass es beim Erwecken darum geht, die Erinnerungen und Erfahrungen zu lesen, die die Waffen im Kampf sammeln und sie so umzugestalten, wie sie eigentlich sein sollten. Anders ausgedrückt, es ist eine Technik, die Waffen zu ihrer wahren Form aufsteigen lässt. Waffen mit Killer im Namen erinnert sich an Kämpfe gegen starke Gegner. Vash nimmt ihre Erinnerungen an den Kampf in Rakoros Hand und die Kraft des starken Gegners, die er in das Material einflößte, das er Vash gab. Dann mischt er diese beiden Elemente zusammen, um die Form der Waffe zu verändern. Bilek weist darauf hin, dass Rakuro den Lycaon gleichmäßig bekämpft hat, also kann sie es kaum erwarten zu sehen, welche Waffe dabei herauskommt. Vash beginnt zu singen und Rakuro muss aufgefordert werden, ruhig zu sein, da dies ein sehr wichtiger Moment ist. Die kleinen Kaninchen sind voller Ehrfurcht, als sie den Meister bei der Arbeit sehen und Vash jammert einfach weiter an der Waffe. Nach einiger Zeit verkündet Vash schließlich, dass die Killermesser ihre wahre Form und ihren Namen erhalten haben. Sie sind jetzt die Mondklinge wachsend und die Mondklinge abnehmend. Sie sind zwei Schwerter aus einer Klinge und nur wenn sie zusammengefügt werden, zeigen sie ihren wahren Wert. Rakuro ist natürlich begeistert von dieser erstaunlichen Leistung und geht sofort los, um ihre Werte zu überprüfen. Wenn du das wachsende Schwert in einem Kampf gegen einen höherstufigen Gegner einsetzt, verringert es die Lebenspunkte des Trägers, wenn er einen kritischen Treffer landet. Allerdings erhält er auch einen Schadensbonus auf seinen nächsten Angriff. Die abnehmende Klinge stellt unter den gleichen Bedingungen die HP wieder her. Das macht deutlich, dass sich die Klingen wirklich ergänzen. Dann liest Rakuro, dass sich die Fusionsanzeige nach mehreren kritischen Treffern auffüllt. Rakuro kann nicht glauben, wie toll das ist, denn es bedeutet, dass die Klingen miteinander verschmelzen können. Rakuro will sie natürlich sofort ausprobieren, muss aber leider feststellen, dass er nicht genügend Werte hat, um sie auszurüsten. Rakuro beruhigt sich von der Enttäuschung, als ihm klar wird, dass es ein einfaches mathematisches Problem ist. Die benötigten Werte sind 150 und er ist momentan bei 57. Spieler bekommen 5 Punkte pro Level. Rakuro wird richtig deprimiert, als ihm klar wird, dass er erst auf Stufe 50 sein muss, um sie zu benutzen. Die anderen versuchen zwar ihn zu trösten, aber es nützt nichts, denn er will jetzt seine neuen süßen Waffen benutzen. In Drittlemma kommt Rakuro zu spät zu seinem Treffen mit Penselgon und Katsuo. Sie sind wütend, weil er nicht nur ein bisschen zu spät kommt, sondern sie schon seit 3 Stunden warten. Rakuro erklärt, dass er mit einem einzigartigen Szenario beschäftigt war und weitergemacht hat, weil er Infos über Visaemon bekommen hat. Penselgon erklärt sich bereit, ihm die Verspätung zu erlassen, solange er alle Informationen preisgibt, die er erhalten hat. Katsuo kann es nicht glauben und Rakuro weist darauf hin, wie mutig Katsuo ist, weil er das blonde Mädchen als seinen Avatar ausgewählt hat. Katsuo erklärt, dass er keine Hinweise zum Charakterdesign von dem Typen braucht, der wie ein Vogel aussieht und nennt ihn einen berüchtigten Kriminellen. Penselgon hat absichtlich einen Ort für das Treffen gewählt, an dem wenig los ist, weil alle Leute hinter Rakuro her sind. Rakuro informiert sie dann über alles, was er über Visaemon, den Grabwächter, erfahren hat. Katsuo fragt sich, ob sie es mit einer Art untotem Monster zu tun haben und Penselgon erinnert sich, dass Visaemons Bewegungen ein bisschen komisch aussahen. Sie nahm an, dass er eine Art Cyborg ist, aber untot zu sein macht mehr Sinn. Penselgon erklärt seltsamerweise, dass sie sich um etwas kümmern muss und weist sie an, sich später in der Nacht zu treffen. Sie weist sie auch an, in der Zwischenzeit in den Eisenruinen Erfahrungen zu sammeln und gibt ihnen eine Angel und eine Karte. Die Jungs haben keine Ahnung, wie die Gegenstände ihnen helfen sollen, aber Penselgon erklärt ihnen, dass alles einen Sinn haben wird, wenn sie dort sind. Penselgon will gehen, aber dann bemerkt sie den seltsamen kleinen Hasen auf Rakuros Rücken. Sie hat gleich gemerkt, dass etwas seltsam ist, als Rakuro hereinkam und fragt sich, ob er wirklich dachte, dass die Verkleidung funktioniert. Rakuro gibt seine beste schauspielerische Leistung ab, als er nicht weiß, wovon sie spricht und erklärt einfach, dass er nur dem neuesten Modetrend folgt. Penselgon ist schockiert, als sie sieht, dass er es geschafft hat, zumindest eine Person zu täuschen, während Katsuo sich fragt, was der Modetrend ist. Penselgon beschließt, das Thema fallen zu lassen und einfach zu gehen. Die beiden Jungs machen sich aufgeregt an die Arbeit, aber Rakuro muss sich einen Moment Zeit nehmen, um den sichersten Weg zu finden. Katsuo ist ganz aufgeregt, wird aber ermutigt, weil er jetzt auch schleichen muss, da er mit Rakuro unterwegs ist. Emiol ist beunruhigt, als sie Rakuro offenbart, dass sie starke Ohrenschmerzen hat und sich gerne ein wenig bewegen würde. Katsuo merkt schließlich, dass etwas nicht stimmt und erschrickt, als er sieht, dass Rakuros Ausrüstung spricht. Rakuro lässt Emiol frei und erklärt, dass er nur herausfinden wollte, wie lange es dauern würde, bis Katsuo es bemerkt. Katsuo erkennt, dass es der NPC aus dem einzigartigen Szenario ist.
Als er ihn sich genauer ansieht, wünscht er sich, er hätte auch einen, aber Rakuro sagt ihm, er solle sich eine besorgen. Die Jungs kommen schließlich am Eingang der Ruinen an und Rakuro erklärt, dass er so schnell wie möglich Stufe 50 erreichen will. Katsuo hingegen verrät, dass er zum ersten Mal in einer Gruppe ist und auch Rakuro ist zum ersten Mal mit einem anderen Spieler zusammen. Als sie den Eingang zu den Eisenruinen des göttlichen Zeitalters erreichen, sind beide aufgeregt, denn hier herrscht eine ganz andere Stimmung als im restlichen Spiel. Wir werfen einen kurzen Blick in die Vergangenheit, als unsere Gruppe eine kleine Strategiesitzung abhält. Pencilgon erklärt, dass Vesaemon zu Beginn des Kampfes eine Fähigkeit aktiviert. Sie setzt die Maximalstufe aller Charaktere im Gebiet, außer ihm, auf Stufe 50. Die Jungs sind schockiert, denn Vesaemon hat die Stufe 200. Aus diesem Grund ist ihr Level gegen ihn egal und es kommt auf die Fähigkeiten der Spieler an. Die Jungs sind noch ziemlich neu im Spiel, also müssen sie zumindest bis Level 50 grinden. Zurück in der Gegenwart. Die beiden Jungs betreten die Eisenruinen des göttlichen Zeitalters. Sie suchen nach einem versteckten Gebiet, das sich perfekt zum Grinden eignet und von dem Pencilgon ihnen erzählt hat, aber es dauert länger als erwartet, es zu finden. Es ist ein ganz anderes Spiel als außerhalb der Ruinen und die schwarzen Platten rutschen überall herum. Rakuro, der eigentlich Trash Games spielt, meint, dass sie wahrscheinlich richtig coole Sachen machen könnten, wenn sie die Plattform ausschalten würden. Katsuo kennt seinen Freund gut und sagt ihm, dass er das ganze Trash Game Zeug in seinem Gehirn wegspülen muss. Dieser Ort erinnert Katsuo an ein Sci-Fi-Spiel auf Götterebene, aber Rakuro will nur wissen, auf welchem Level er ist. Katsuo verrät, dass er Level 25 ist und Rakuro macht sich darüber lustig, dass er immer noch in den 20ern ist. Rakuro ist mittlerweile Level 31, also weist Katsuo ihn darauf hin, dass sie gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Emiul brät Katsuo ungewollt an, als sie erklärt, dass Rakuro sich nur Sorgen darüber macht, wie schwach und gebrechlich er ist. In diesem Moment warnt Emiul die Jungs, vorsichtig zu sein, denn ein riesiges Ding namens riesige Unterdrückungskuppel zerquetscht sie fast. Es ist eindeutig ein Feind, aber Katsuo sagt Rakuro selbstbewusst, dass er es aussitzen soll. Emiul fragt sich, ob das wirklich in Ordnung ist, aber Rakuro hat Vertrauen in die Fähigkeiten seines Freundes. Katsuo bereitet sich auf den Kampf vor und erklärt, dass man mit SLF auch auf niedrigeren Stufen eine Chance hat, wenn man nur geschickt ist. Er zerstört die Drohne mit nur einem Schlag und beeindruckt damit seine Teamkameraden. Katsuo erklärt, dass das rote Glühen an seinen Händen ein Zauber ist, der Boni zur Stärkung der Lebenskraft verleiht. Weitere Feinde tauchen auf und er erklärt, dass er einen Geisterfaustbenutzer, einen Mönch, ausgewählt hat. Er kann zwar keine Waffen ausrüsten, aber dafür kann er sich Stärkungszauber geben und Dinge mit seinen Fäusten niederschlagen. Was seinen Bild angeht, so hat er die meisten seiner Werte in HP und Vitalität investiert. Als Katsuo mit der Vernichtung der Feinde fertig ist, kann er Rakuros Bild erkennen, weil er ihn kennt. Katsuo vermutet, dass Rakuro eine Glaskanone mit Fokus auf Stärke und Beweglichkeit ist. Nun ja, er hat teilweise recht, aber Rakuro korrigiert ihn, denn er ist ein auf Glück und Beweglichkeit fokussierter Kämpfer. Die kleine Emiul korrigiert ihn noch weiter und erklärt, dass Rakuro eine Killerseele hat, aber noch immer weiß niemand, was genau das eigentlich ist. Sie setzen ihre lange Reise fort, indem sie den genauen Anweisungen auf der Karte folgen, die Pencilgon ihnen gegeben hat. Sie müssen in verschiedene Richtungen und durch viele Räume gehen. Sie sind alle erstaunt über die Person, die Karte gemacht hat, denn sie muss viel Geduld gebraucht haben. Die letzten Anweisungen lauten, dass sie in ein Loch springen sollen, aber sie halten inne, weil sie sich fragen, ob es eine Art Streich ist, damit sie sich selbst das Leben nehmen. Katsuo will nicht, dass die Glaskanone Rakuro sofort stirbt, wenn er hinunterspringt, also übernimmt er die Führung. Emiul sagt, dass Katsuo eine mutige Frau ist, aber Rakuro versucht zu erklären, dass Katsuo eigentlich ein Mann ist. Katsuo fordert sie auf, herunterzukommen und nennt Rakuro dabei eine Memme. Rakuro wird wütend und springt herunter, um sich zu rächen. Er vergisst die Beleidigung jedoch schnell, als er sieht, dass sie in dem versteckten Bereich angekommen sind. Nach den Anweisungen von Pencilgon können sie in dem See ein Monster namens Lebensflut-Seeschlange angeln. Katsuo fragt sich, ob sie mit ihren mickrigen kleinen Ruten wirklich etwas fangen können, aber sie beschließen es zu versuchen. Die beiden Freunde sind sehr ehrgeizig und beschließen, gegeneinander anzutreten, um zu sehen, wer mehr fangen kann. Rakuros Vater hat ihn früher ständig zum Angeln mitgenommen, deshalb kennt er alle Tipps und Tricks. Er bekommt schnell einen Biss, aber Katsuo weist darauf hin, dass das wahrscheinlich eher mit seinem Glück zu tun hat. Rakuro schafft es allerdings nur, einen Lachs zu fangen, aber alle sind schockiert, als Katsuo eine Riesenschlange herauszieht. Die Lebensflut-Seeschlange ist ein mächtiges Tier und Rakuro beschließt, dass es an der Zeit ist, seine neue Waffe zu enthüllen. Katsuo erinnert ihn daran, dass seine Stufe zu niedrig ist, um die Mondklingen auszurüsten, aber der schleichende Rakuro verrät, dass er noch mehr Waffen herstellen ließ. Sie heißen Imperiumsbienen-Doppelkling. Die Schlange beginnt
beginnt anzugreifen und Emil erklärt Katsuo, dass sie ihre Schwester gebeten hat, diese Klingen für Rakuro herzustellen. Ein Blick zurück zeigt, wie das kleine Häschen die Klingen aus dem Material der Bienenkönigin fertigstellt, das Rakuro ihr mitgebracht hat. Bilek regt sich auf, als Rakuro fast ihren Namen vergisst und ihm wird klar, dass er sich mit anderen Kaninchen als Emil und Vash um Zuneigung bemühen muss. Rakuro gerät in Panik, als er traumatisierende Flashbacks von einem Dating-Simulator in einem Trash-Spiel bekommt. In diesem Dating-Simulator musste er die Zuneigung zu einer Reihe verschiedener Mädchen ausgleichen. Wenn er auch nur den kleinsten Fehler machen sollte, würde er das schlechte Ende bekommen, bei dem alle Mädchen nach Italien ziehen, um in einer Pizzeria zu lernen. Sein Charakter, der Sanraku Pickelfisch heißt, würde als Jugendlicher unter einem Pizzastein zerquetscht werden. Rakuro erwacht jedoch zum Glück schnell aus seiner Depression und lobt Bilek für die Herstellung seiner neuen Klinge. Sie verrät ihm, dass seine rechte Handklinge eine besondere Eigenschaft hat. Wir sehen dann, wie er sie gegen die Schlange einsetzt. Die Jungs tun ihr Bestes gegen sie, aber sie kämpfen. Ihre Werte sind einfach zu niedrig, um der Kreatur mehr als einen Kratzer zuzufügen. Rakuro erklärt, dass einige Waffen, Fähigkeiten, Zauber und Monsterangriffe ein Korrosionsattribut haben. Wenn ein bestimmter Teil des Avatars genug Schaden erleidet, wird er sichtbar und bildet eine Schwachstelle. Bilek erklärte, dass seine rechte Handwaffe nicht auf die normale Art und Weise korrodiert. Sie infiziert den Teil, den Rakuro angreift, und zersetzt ihn mit der Zeit, ähnlich wie ein ätzendes Gift, wobei sich das Attribut ätzend nach und nach aufbaut und erwärmt. Wenn er mit wiederholten Schlägen immer mehr ätzendes Gift austeilt, durchbricht es die Schwächungsresistenz des Gegners und bewirkt, dass sich das ätzende Attribut schneller zeigt. Rakuro schafft es schließlich, eine Schwachstelle zu erzeugen, sodass Katsuo seine ganze Kraft darauf konzentriert, sie anzugreifen. Es gelingt ihnen schließlich, das Ding zu verletzen, also will Emil mitkämpfen. Die Schlange zielt schnell auf sie und Rakuro kann sie nicht rechtzeitig erreichen, aber Katsuo springt ein und wird getroffen. Glücklicherweise überlebt Katsuo, weil er sich wie ein Tank gebaut hat. Er betäubt die Schlange, sodass sie mit vereinten Kräften die Bestie angreifen und den Kampf schließlich gewinnen. Der Kampf hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn er hat eine Menge Erfahrung gebracht und die Jungs beginnen bereits aufzusteigen. Katsuo steigt ganze 4 Stufen auf und schaltet eine Reihe von Fähigkeiten frei. Er fragt sich, ob er die Fähigkeiten verknüpfen kann, aber Rakuro vermutet, dass er SLF mit einem anderen Spiel verwechselt. Rakuro weiß nicht einmal, was Skill-Linking ist, aber Katsuo ist sich sicher, dass es möglich sein muss, da es in SLF um Skills geht. Katsuo erklärt, dass er das eigentlich in Erstjahr hätte lernen sollen, aber Rakuro hat die Startstadt übersprungen. Katsuo erklärt dann, dass Fertigkeiten mit Leistungsstufen in einer Einrichtung namens Fertigkeitsgarten miteinander verbunden werden. So kann er neue Kombinationsfertigkeiten erstellen. Jetzt wird Rakuro klar, warum einige seiner Fertigkeiten ihren Namen geändert haben, denn das bedeutet nur, dass sie jetzt verknüpft werden können. Es gibt noch viel mehr, was man im Skillgarten machen kann, und Rakuro flippt aus, weil er nichts davon weiß. Als Katsuo dann von Nebenjobs und Gilden spricht, flippt er noch mehr aus, weil er so viel verpasst hat, weil er nur eine kleine Stadt ausgelassen hat. Rakuro beschließt, dass er nicht weiterkommt, wenn er deprimiert ist, und beschließt, weiterzumachen. Einige Zeit später treffen sich die Jungs wieder mit Pencilgorn. Sie ist mit ihren Fortschritten zufrieden, denn Katsuo ist jetzt Level 40 und Rakuro Level 42. Das ist eine Menge Fortschritt in so kurzer Zeit, also sind sie dem Zeitplan voraus. Katsuo versucht zu erklären, wie wenig Rakuro über die Dinge weiß, aber Rakuro beruhigt ihn. Katsuo ist ziemlich beeindruckt von Emils Kraft und Rakuro verrät ihm, dass sein kleiner Hasenfreund bereits Level 56 ist. Sie stehen immer noch ziemlich unter Zeitdruck, deshalb musste Pencilgorn ein teures Zelt benutzen, das gleichzeitig als Speicherpunkt dient. Pencilgorn verrät ihnen, dass es Zeit ist, sich mit jemandem zu treffen und dass dies nur zu dieser nächtlichen Stunde geschehen kann. Diese Person ist eine einzigartige NPC namens Setsuna und sie müssen mit ihr sprechen, um Weser Aemon zu bekämpfen. Irgendwo in der Nacht sehen wir diese Setsuna, wie sie an einem Baum singt. Rakuro und seine Freunde machen sich dann auf den Weg durch die bunt schillernde Waldgrotte. Pencilgorn erklärt ihnen, dass sie eine dunkle Stelle zwischen all dem leuchtenden Moos finden müssen. Als sie die Stelle gefunden haben, drückt sie darauf und es öffnet sich ein Geheimgang. Rakuro ist verärgert, dass er den Wald durchquert hatte, ohne diesen Bereich zu finden. Aber Pencilgorn erklärt, dass es Glückssache ist, diese zeitabhängigen versteckten Bereiche zu finden. Sie selbst ist auch nur zufällig über diesen Ort gestolpert. Rakuro schaut auf diejenigen herab, die weniger Glück haben als er. Aber Katsuo stört sich an seinem dummen Gesichtsausdruck. Pencilgorn sagt ihnen, dass sie mit ihrer kleinen Comedy-Nummer aufhören sollen, denn sie haben ihr Ziel erreicht. Dieser Ort ist voller schöner Blumen, aber das Team findet ihn ziemlich gruselig. In der Nähe ist Gesang zu hören und Katsuo macht sie auf das singende Mädchen aufmerksam. Das Mädchen ist durchsichtig und unser Spatzenhirn-Protagonist fragt sich, ob es sich um einen Bug in diesem gottgleichen Spiel handelt.
Katsuo hat Mitleid mit seinem Trash-Game-liebenden Freund, da sein Verstand immer von Bugs ausgeht und nicht von Handlungsgründen. Pencilgon begrüßt einen NPC namens Setsuna und Rakuro fällt auf, dass ihre Kleidung nicht so aussieht, als gehöre sie in eine Fantasy-Welt. Er fragt sich, ob sie aus dem Setting des antiken Zeitalters der Götter stammt. Wenn ja, könnte sie der Schlüssel zu dem einzigartigen Szenario sein, das er entschlüsselt hat. Rakuro beschließt, sich vorzustellen und sich als Mann mit 100 Fähigkeiten zu präsentieren, aber Pencilgon unterbricht ihn und stellt ihre Freunde als Dumpfbacke 1 und Dumpfbacke 2 vor. Sie sind ihr Ass im Ärmel, um Vesaemon endlich zur Ruhe zu bringen. Emil und Katsuo nennen ihre Namen, aber Rakuro will seine Vorstellung noch einmal wiederholen. Pencilgon gibt zu, dass ihr neues Team noch nicht viel zu sein scheint, aber sie plant, sie vor dem Kampf zu trainieren. Dann sagt die Geisterdame etwas Überraschendes, denn sie hat noch nie jemanden getroffen, auf den Blackies Anwesenheit zweimal zutrifft, wenn sie sich auf Rakuro bezieht. Obendrein wird er auch noch von Aschenputtels Kind begleitet. Rakuro hat keine Ahnung, wovon sie redet, aber Setsuna sagt nur, dass er sie an jemanden erinnert, den sie vor langer Zeit mal kannte. Sie dankt ihm dafür, dass er längst vergessene Erinnerungen wiederbelebt hat, aber Rakuro ist immer noch völlig verwirrt. Es ist an der Zeit, zur Sache zu kommen, und so erscheint ein Bildschirm, der sie auffordert, ein neues, einzigartiges Szenario zu beginnen. Die Jungs stimmen zu und Setsuna enthüllt, dass Vesaemon ihre große Liebe war. Sie hatten ein kleines Missverständnis und sie ist gestorben. Seitdem hat Vesaemon sein ganzes Leben lang nichts anderes getan, als ihr Grab zu bewachen. Setsuna hat keine Ahnung, wie viel Zeit seither vergangen ist, aber das Letzte, was sie weiß, ist, dass sie sich in einem geisterhaften Zustand befindet. Setsuna empfindet keinen Groll über die Art und Weise, wie ihr Leben endete, aber sie glaubt, dass Dinge, die enden, in der Vergangenheit liegen sollten. Sie sollten weder die Gegenwart noch die Zukunft von jemandem einschränken. Sie kann es nicht ertragen, dass Vesaemon weiterhin an ihre Vergangenheit gebunden ist. Vesaemon hat mit einem von ihr geschaffenen Zauberspruch eine Barriere um ihr Grab errichtet und einige andere komplizierte Dinge getan, um es für jeden unmöglich zu machen, den Ort zu erreichen. Doch in der Neumondnacht, wenn der Mond sein ganzes Licht verliert, bildet sich ein Riss in der Barriere. Katsuo bringt es auf den Punkt und beschließt, dass sie nur noch durch diesen Riss springen und Vesaemon bekämpfen müssen. Setsuna hat ihnen alles erzählt und wünscht sich nur, dass sie ihn endlich zur Ruhe bringen können. Sie sagt ihnen, dass sie nicht wie die Verlierer sind, die es zuvor versucht haben, und versichert ihr, dass sie all dem Leid ein Ende setzen werden. Rakuro und Katsuo sind fassungslos, denn diese Pencilgon ist nicht wie die Pencilgon, die sie kennen. Die Pencilgon, die sie kennen, hat einmal einen NPC-König hinter seiner Kutsche hergezogen, um seine Feinde anzulocken. Sie ist auch die Pencilgon, die eine NPC-Prinzessin an einen Kronleuchter gefesselt hat, um die Spieler zu ködern, damit sie versuchen, sie zu retten. Die Tatsache, dass sie sich gerade mit einem NPC unterhält, ist für sie unfassbar. Sie fragen sich spöttisch, ob sie eine Art Seele entwickelt hat, aber Pencilgon lässt sie dafür bezahlen, dass sie über sie lachen. Sie wünscht sich, dass sie ihnen ein paar Player-Kills geben könnte, aber sie haben keine Zeit, denn sie müssen sich auf den Kampf mit Vesaemon vorbereiten. Pencilgon verrät, dass sie das Spiel manchmal auch gerne geradeaus spielt. Irgendwas an Setsuna und ihrer Geschichte hat sie fasziniert. Pencilgon scheint sich fast zu schämen, als sie das zugibt, aber Rakuro findet das völlig in Ordnung. Ein Spiel ernst zu nehmen ist in seinen Augen eine tolle Sache, denn alles macht mehr Spaß, wenn man es ernst nimmt. Katsuo stimmt den voll und ganz zu und weist darauf hin, dass das sozusagen sein Job ist, da er ein Profi-Gamer ist. Rakuro sucht immer nach einer Möglichkeit, sich über seinen Freund lustig zu machen, also weist er darauf hin, dass Katsuo zwar ein Profi-Gamer ist, es aber immer noch nicht geschafft hat, einem einzigartigen Monster zu begegnen. Die Jungs fangen an, sich zu streiten und werden erst gestoppt, als Pencilgon sie auslacht, weil sie daran erinnert, dass sie genauso dumm sind wie sie selbst. Dann wird Pencilgon ernst und erinnert sie daran, dass sie es mit einem Monster zu tun haben, das die Spieler zwingt, bis auf Stufe 50 herunterzuleveln. Das hat es in der Geschichte der Bosskämpfe noch nie gegeben, aber sie ist zuversichtlich, dass sie ihn besiegen können. Sie sind sich einig, ihre Mission ernst zu nehmen und reichen sich die Hände. Einige Zeit später wacht Rakuro auf und erklärt, dass er extrem hart trainiert hat, seit er Setsuna getroffen hat. Jeden Tag hat er lange Nächte durchgemacht. Er hat es endlich geschafft, Stufe 51 zu erreichen und Katsuo ist auf Stufe 46. Jetzt muss er an seinen Fertigkeiten arbeiten und Emil hat ihnen erzählt, dass es in Hasingen einen Fertigkeitsgarten zum Verbinden von Fertigkeiten gibt. Rakuro erinnert sich daran, wie Pencilgon ihnen gesagt hat, dass dieser Kampf ganz von ihren Fähigkeiten abhängen wird, also ist er entschlossen, sie zu verbessern. Dann wird Rakuro von seiner Mutter Aika begrüßt, die sich freut, dass er sich in den Sommerferien an ihre Abmachung gehalten hat. Rakuro betont, dass er keine andere Wahl hatte, da er nicht wollte, dass sie ihn physisch aus dem Spiel nimmt. Rakuros jüngere
ihre Schwester Rumi ist sehr verärgert darüber, dass ihre Mutter ihre Käfer in der Küche hält und bemerkt, dass Rakuro eines der Models in ihrer Zeitschrift anschaut. Das Model heißt Toa und ist laut Rumi das größte Model, das es je gab. Dieser Toa-Name hat etwas mit dem Namen Setsuna zu tun und wir erfahren, dass Pentagon eigentlich Toa ist. Rumi erklärt, dass sie selbst ein bisschen nebenbei modelt, aber sie muss ihren Vater bitten, mehr Werbung zu machen. Ihr Vater kommt zufällig nach Hause und zeigt den riesigen Fisch, den er gefangen hat. Er heißt Senji und seine Kinder sind enttäuscht, dass sie eine Zeit lang wieder Fisch zu jeder Mahlzeit essen müssen. In ihrem Haushalt gibt es eine Vereinbarung, eine Art Regel. Zum Frühstück und Abendessen am Sonntag müssen sie als Familie zusammen essen und reden. Diese Regel war notwendig, denn wenn es sie nicht gäbe, würden sie sich alle in ihren eigenen Hobbys verlieren und sich nie sehen. Senji muss so schnell wie möglich den Fisch putzen, aber Rumi bittet ihn verzweifelt, das in der Küche zu tun. Rakuro ist sich sicher, dass sie auf die Außenwelt seltsam wirken, aber er glaubt, dass seine Familie gerade einen Weg gefunden hat, die Dinge für sich zu regeln. Dann beschließt Rakuro, dass es an der Zeit ist, zurück in SLF zu gehen, und dann sind nur noch 2 Wochen bis zum Kampf gegen Vesaemon. Es wird auf jeden Fall ein schwieriger Kampf werden, besonders nach den Informationen, die Pentagon ihm gegeben hat. Vesaemon ist eine ununterbrochene Quelle von Angriffen mit einstelligen Frames, Sofort-Tod-Moves und Flächenangriffen. Durch diese Information wurde ihm jedoch klar, wo der perfekte Ort zum Üben ist. Das Trash-Spiel, in dem ständige Glitches dafür sorgen, dass alle Angriffe mit irrer Geschwindigkeit kommen. Das Spiel heißt Berserk Online Passion. Rakuro betritt dieses Spiel, auch bekannt als Burp, und stellt fest, dass es immer noch so menschenleer ist. Es ist legit niemand da, also beschließt Rakuro, dass er nur gegen den Endboss des Story-Modus kämpfen wird. In diesem Moment trifft er auf einen zufälligen Spieler namens Dragonfly. Der Junge ist ganz wild auf einen Kampf und erklärt, dass er noch neu im Spiel ist. Er hat noch nicht einmal den Endboss besiegt und würde sich freuen, wenn Rakuro ihm ein paar Tipps geben könnte. Da das Spiel schon ziemlich alt ist, kann Rakuro nicht glauben, dass dieser Junge ein neuer Spieler ist und nennt ihn sogar eine einzigartige Spezies. Rakuro räumt ein, dass dieser Kampf nicht das Beste für sein Training sein wird, aber er kann sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, gegen ein so seltenes Exemplar zu kämpfen. Da es sich hier natürlich um ein Trash-Spiel handelt, vereinbaren sie, dass Glitches in ihrem Kampf eingesetzt werden können. Rakuro analysiert den Jungen und stellt fest, dass er ein sogenannter Allrounder ist. Das ist der Typ, der eine Menge Glitches erzeugt, aber Rakuro geht davon aus, dass er nicht weiß, wie man sie benutzt. Der Kampf beginnt, aber Rakuro ist sofort schockiert, als Dragonfly angreift. Rakuro erinnert sich daran, dass dieser Junge ein Anfänger ist, also wird er wahrscheinlich keine typischen Strategien anwenden. Er ist dann noch mehr überrascht, als der Junge seine Faust zurückzieht, kurz bevor er die Schlagbewegung ausführt. Mit dieser Technik kann ein Spieler einen Bug erzeugen, der seinen Arm wie Gummi ausdehnt. Wenn der Treffer landet, verursacht er eine Kombi mit 2 Schlägen und doppeltem Schaden. Sein Name ist Pilebonker und Dragonfly ist schockiert, dass er nicht getroffen hat. Rakuro erklärt, dass er einen Bug-Move namens Jojo benutzt hat, der die Avatar-Textur und die Hitbox des Spielers sofort verwirft. Rakuro räumt ein, dass der Junge ein paar einfache Bugs benutzen kann, aber er erklärt, dass dieses Spiel noch viel mehr zu bieten hat als das. Burp ist voll von Bugs, die die Spieler durch Ausprobieren und Erforschen entdeckt haben und er plant, diesem Kind eine vollständige Demonstration zu geben. Rakuros Kampf gegen Dragonfly zieht die Menge an und alle fragen sich, ob Dragonfly wirklich ein neuer Spieler ist. Es ist schwer zu glauben, denn der Junge tritt gegen den berühmten Rakuro an und er ist fest entschlossen, mindestens eine Runde zu gewinnen. Rakuro verprügelt den Jungen mit seinem Gatling-Punch, als wäre er Ruffy, und Dragonfly verliert eine weitere Runde. Rakuro verrät, dass sein fantastischer Schnellzieh-Faustkampfstil im Grunde unschlagbar ist, aber Dragonfly will es noch einmal versuchen. Es wird ein klassisches Best of Three sein und beide stimmen erneut einem Kampf mit allen Bugs zu. Rakuro ist enttäuscht, dass der dumme Junge wieder genau dieselbe Methode anwendet, aber dieses Mal schockt ihn Dragonfly mit einem Ausweichen. Rakuro ist beeindruckt, dass er gelernt hat, den Jojo-Effekt auf die Angriffe seines Gegners abzustimmen, und der Junge ist froh, von ihm zu lernen. Rakuro findet das ja ganz nett, aber eigentlich sollte er sich auf den Kampf gegen Vesaemon vorbereiten und er wünschte, er würde gegen einen stärkeren Gegner kämpfen. Dragonfly merkt, dass er abgelenkt ist und nutzt die Gelegenheit, um Rakuro mit einem mächtigen Angriff zu schocken. Rakuro ist dieses Mal wirklich beeindruckt, denn der Junge konnte mit dem Zurückziehen seines ausgedehnten Beins näher kommen und den Schwung für seinen Angriff nutzen. Rakuro kennt diesen Angriff aber schon sehr gut. Er heißt Flying Smash. Er erklärt, dass Dragonflys Einsatz dieses Angriffs zeigt, wie wenig er über dieses Spiel weiß.
Der Flying Smash ist ein mächtiger Angriff, aber er lässt dem Benutzer eine sehr lange Erholungszeit. Rakuro demonstriert dann den Zug, den er hätte benutzen sollen, den Pile Bunker. Es ist ein absoluter Angriff mit den Fäusten, mit dem Rakuro Dragonfly zurückstößt. Da es keine Möglichkeit gibt zu entkommen, beschließt Dragonfly einfach mit dem Gesicht nach vorne zu stürmen, aber Rakuro plant einfach mit einem schnellen Zug zu kontern. Dragonfly benutzt eine Art Glitch, aber keiner der anderen Spieler kann erkennen, was er tut. Der Avatar des Jungen flippt richtig aus und Rakuro ist schockiert, als er sieht, dass der Junge zwei Flying Smashes auf einmal ausgelöst hat. Rakuro hat so etwas noch nie gesehen, aber er ist sich ziemlich sicher, dass er es mit seiner Schnelligkeit noch abwehren kann. Allerdings beschließt er, es zuzulassen und alle sind schockiert, als Dragonfly schließlich eine Runde gewinnt. Die Zuschauer können immer noch nicht verstehen, was sie gesehen haben, aber Dragonfly feiert trotzdem seine Leistung. Alle Nerds, die dieses Spiel spielen, kommen zusammen und diskutieren über die Bewegung, die Dragonfly gerade benutzt hat. Beide Fäuste hatten irgendwie Hitboxen und Dragonfly konnte damit den Schaden stacken. Sie vergleichen ihn mit anderen bekannten Glitch-Attacken, aber er passt zu keiner von ihnen. Sie beschließen, dass, wenn ein Testteam den Angriff von Dragonfly reproduzieren kann, es offiziell wird. Doch vorerst gratuliert Rakuro Dragonfly überraschend zur inoffiziellen Entdeckung eines neuen Bugs. Dragonfly ist völlig sprachlos, aber für die Nerd-Truppe ist das eine große Sache und sie erweisen Dragonfly die Ehre, die Bug-Attacke zu benennen. Dragonfly zermartert sich das Hirn, um einen Namen zu finden, aber Rakuro sagt ihm, er solle sich Zeit lassen, zumal sie noch mehr Runden zu spielen haben. Rakuro beschließt, dass er ihnen im Gegenzug dafür, dass Dragonfly ihm einen neuen Bug gezeigt hat, auch einen zeigen wird. Es ist allerdings ein ziemlich verrückter Bug, der nur aktiviert werden kann, wenn die Runde beginnt. Runde 2 beginnt kurz darauf und Rakuro benutzt schockierenderweise den Bug-Move namens Doppelgänger. Er spaltet Rakuro in zwei Hälften und Rakuro verrät, dass er sich schwer tat, einen Namen dafür zu finden, als er den Bug-Move entdeckte. Er erklärt, dass das Besondere an diesem Spiel ist, dass es gerade dann, wenn du denkst, dass du alles verstanden hast, immer wieder neue Dinge zu lernen gibt. Deshalb schaut er immer wieder vorbei, egal wie viele Leute das Spiel verlassen. Rakuro greift mit seinem Doppelgänger an, während Dragonfly kontert, aber wir stellen schnell fest, dass Dragonfly gerade zwei Runden hintereinander verloren hat. Er findet es ziemlich unfair, dass Rakuros Klon ihn festhielt, während Rakuro ihn zerstörte, aber das gehört einfach zum Spiel dazu. Rakuro räumt allerdings ein, dass der Angriff ein bisschen verrückt ist, da der Klon am Ende von der KI kontrolliert wird, wenn er es zulässt. Dragonfly ist gnädig mit seiner Niederlage und dankt Rakuro, dass er seine Zeit für einen Loser-Neuling wie ihn geopfert hat. Er schwört sich einen coolen Namen für seinen Bug-Move auszudenken, aber wir können nur hoffen, dass ihm etwas Besseres einfällt als Doppelgänger-Angriff. Dann verrät Rakuro, dass ein Freund von ihm einen wirklich gruseligen Bug gefunden hat. Rakuro ist sich nicht einmal sicher, ob er das kann, aber Dragonfly ist bereit, Rakuro es an ihm ausprobieren zu lassen. Dieser Freund, von dem er spricht, ist natürlich Katsuo und wir bekommen einen Einblick, was er vorhat. Katsuo ist wütend, dass Rakuro ihn mit der verrückten Pencilgon allein gelassen hat und sie verlangt, dass er die Klappe hält und weiter trainiert. Zurück in Hasingen freut sich Rakuro, dass er zu SLF zurückgekehrt ist und ist bereit, den ganzen Tag damit zu verbringen, es zu spielen. Natürlich wird er von der treuen Emil begleitet und er erzählt ihr, dass der Plan für heute ist, die Skill-Kombos auszuprobieren, von denen Katsuo ihm erzählt hat. Rakuro fragt sich, ob sie überhaupt in die richtige Richtung gehen, aber Emil kann nicht glauben, dass dieser Dumpfkopf losgelaufen ist, ohne überhaupt zu wissen, wo der Skillgärtner ist. Viel wichtiger ist jedoch, dass Emil schockiert ist, Rakuro so energiegeladen zu sehen, da er noch in der Nacht zuvor extrem erschöpft war. Das Vogelgesicht erklärt ihr, dass das ganz einfach daran liegt, dass er immer aufgeregt ist, neue Dinge zu entdecken. Emil zeigt ihm die richtige Richtung zum Skillgärtner und verrät ihm, dass dieser Gärtner in Hasingen eine viel größere Auswahl hat als in den Städten. Er ist allerdings ein Geheimnis und der geheimnisvolle kleine Hase will, dass der dumme Vogel das auch so behält. Rakuro ist mehr als bereit, einen geheimen Vorteil zu haben. Also stimmt er zu. Schließlich kommen sie beim aufgemotzten Skillgärtner an, wo sie von einem anderen Hasen begrüßt werden. Ihr Name ist Elk und sie freut sich, Emil mit ihrem Vogelmann-Freund zu sehen. Rakuro wird klar, dass er den ständigen Vogelnamen nie entkommen wird, aber das hat er sich selbst zuzuschreiben. Emil verrät ihm, dass Elk ihre große Schwester ist und dass sie zwei von drei Drillingen sind. Rakuro kann die Ähnlichkeit der beiden rosa Häschen erkennen und fragt sich, wie sie so viele Geschwister haben kann. Rakuro erklärt ihr, dass er seine Fähigkeiten kombiniert will. Und Elk verrät ihm dankenswerterweise, dass sie sehr gut in solchen Dingen ist.
Deshalb hat ihr Vater ihr die Verantwortung dafür übertragen und deshalb ist sie jetzt dort. Rakuro verspottet sie wie ein Idiot, indem er aus irgendeinem Grund ihr Sprachmuster wiederholt und bittet sie, ihm zu zeigen, wie er seine Fähigkeiten kombinieren kann. Trotz dieses seltsamen Vogelgehirns willigt Elk ein, es zu tun. Rakuro verrät, dass er sehr schnell Level aufgestiegen ist, sodass sich seine Fähigkeiten wirklich angehäuft haben. Seine Liste der verlinkbaren Fähigkeiten ist lang und er erklärt, dass sich auch einige von ihnen verändert haben. Elk stellt fest, dass die Kombination von Fähigkeiten auf hohem Niveau am Ende zu besseren Fähigkeiten führt, als die Kombination derselben Fähigkeiten auf niedrigerem Niveau. Rakuro überlegt, ob er die Fertigkeiten zuerst ausbauen soll, entscheidet sich aber schließlich dafür, seine Fertigkeitenliste zu bereinigen, indem er sie kombiniert. Wenige Augenblicke später sehen wir, dass er die Entscheidung, welche Fertigkeitskombinationen er machen will, abgeschlossen hat. Rakuro bezahlt daraufhin das sogenannte Rezept und Elk macht sich daran, es zu bearbeiten. Währenddessen beschließt unser Vogelheld, seine Werte zu überprüfen. Er ist jetzt Stufe 51, aber er musste aufsteigen, um seine Mondklingen auszurüsten, also hatte er keine Gelegenheit, seine Vitalität zu erhöhen. Er ist nun mehr Glaskanone als je zuvor und seine Verteidigung ist immer noch hauchdünn. Elk verkündet, dass sie fertig ist und Rakuro ist schockiert, als er sieht, was sie mitgebracht hat. Elk erklärt ihm, dass es 6 Kombinationen auf einmal sind, also ist die Menge ein bisschen zu viel. Aber sobald Rakuro alles getrunken hat, wird er die kombinierten Fähigkeiten sofort erlernen. Das Ding sieht allerdings super giftig aus und Rakuro kann nicht glauben, dass er diese verdorbene Flüssigkeit trinken muss. Da ist sogar ein verdammter Ast drinne und er denkt daran, dass er das nie tun würde, wenn er nicht in einem Spiel wäre. Da er aber in einem Spiel ist, sagen ihm die Häschen, er soll aufhören, ein Weichei zu sein und tuckern. Rakuro schüttet das Zeug in seinen riesigen Vogelschnabel und die Mädchen schauen bewundernd zu. Schließlich trinkt Rakuro die eklige Flüssigkeit aus und ist erstaunt über das Ergebnis. Er hat alle Fähigkeiten sofort gelernt, genau wie sie es gesagt hat. Und er hat jetzt 6 neue Fähigkeiten von denen, die er verlinkt hat. Plus 9, die er gelernt hat oder die sich beim Aufleveln verändert haben. Er hofft, dass wenigstens eine von ihnen wirklich mächtig ist. Und seine kleinen Hasenfreunde gratulieren ihm. Elk ist ein großartiges Verkaufshäschen und macht ihm schnell ein gutes Angebot. Sie verrät ihm, dass es Fähigkeitsgrimoires gibt, die die Spieler nur in Hasingen erwerben können. Als ob diese Verkaufsmasche nicht schon gut genug wäre, gibt Elk ihm auch noch einen Rabatt, weil er mit Emil befreundet ist. Emil merkt, was da los ist und versucht Rakuro zu warnen, dass ihre Schwester wirklich gierig ist. Elk bringt ihre Schwester schnell zum Schweigen, damit sie ihre geldgierige Natur nicht preisgibt. Aber Rakuro sagt seiner kleinen Hasenfreundin, dass sie sich nicht fürchten soll. Wenn es um Waren geht, die ein Spieler nur in speziellen Gebieten wie Hasingen kaufen kann, ist er immer bereit, hohe Preise zu zahlen. Das ist Musik in Elks Ohren und wie eine echte gierige Verkäuferin beginnt sie die Verhandlung, indem sie ihn fragt, wie viel er bereit ist auszugeben. Rakuro verrät, dass er $80.000 ausgeben will, also zeigt ihm das kleine Goldgräberhäschen, was sie für ungefähr diesen Preis hat. Rakuro scheint nicht zu verstehen, was hier vor sich geht, denn er ist verblüfft, als er sieht, dass all diese Sachen mindestens $30.000 kosten, selbst mit Rabatt. Es hat ewig gedauert, aber schließlich fragt sich Rakuro, ob sie versucht, ihn abzuzocken. Elk ist ein erfahrener Profi und setzt unseren Jungen sofort unter Druck, indem sie ihn fragt, ob er wirklich ein Narr sein und dieses Sonderangebot ungenutzt verstreichen lassen will. Rakuros schwaches Vogelhirn gibt dem Druck nach und stimmt zu, ein paar Dinge zu kaufen. Danach ist unser Junge wirklich ein Giga-Chat und beklagt sich, dass er sich eine Hüftrüstung, die er kaufen wollte, nicht leisten kann. Jetzt muss er vor dem Kampf gegen Vesaemon noch etwas Geld verdienen. In diesem Moment fällt Rakuro ein, dass er sich mit seinen Teamkameraden treffen muss. Also öffnet die immer nützliche Emil ein Tor. Bei dem Treffen ist Pencilgon froh, dass sie ausnahmsweise pünktlich sind. Sie scheint besser gelaunt zu sein als sonst und das liegt daran, dass sie eine Entscheidung für den Kampf gegen Vesaemon in 2 Wochen getroffen hat. Allerdings gibt es ein Problem. Ihr Clan, die Ashura Kai, sind die einzigen, die von den Bedingungen wissen, die erfüllt werden müssen, um gegen Vesaemon antreten zu können. Sie haben das einzigartige Monstersystem genutzt, das es den Spielern ermöglicht, Erfahrung zu sammeln, wenn sie auf diese einzigartigen Monster treffen, um ihre PvP-Fähigkeiten zu verbessern. Bevor Pencilgon das Problem aufdecken kann, weiß Rakuro es schon. In der Nacht, in der sie gegen Vesaemon kämpfen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auf Mitglieder der Ashura Kai treffen werden. Katsuo fragt sich, warum Pencilgon nicht einfach etwas mit ihnen ausmachen kann und weist darauf hin, dass sie Teil des Clans ist. Pencilgon erklärt, dass das nicht möglich ist, da die Ashura Kai aktiv gegen die Idee sind, Vesaemon zu besiegen. Rakuro versteht nicht, was sie sich dabei gedacht hat, also verrät Pencilgon schließlich, was sie gemeint hat. Die Ashura Kai sind allgemein für ihre Art, Spieler zu töten, verhasst.
Vor kurzem gab es ein Update, das Spielern, die Spieler getötet haben, eine besondere Art von Status verleiht. Wenn ein normaler Spieler einen Spielermörder tötet, erhält er ein Kopfgeld. Noch wichtiger ist, dass dieser Spieler auch das Recht auf alle Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände erhält, die die PKer bei sich trugen. Alles. Auch die Dinge, die sie im Lager haben. Hochstufige Spielermörder wie die in Ashura Kai haben oft sehr seltene Gegenstände bei sich, was sie im Grunde zu wandelnden Schatztruhen macht. So entstand eine neue Spielerklasse, die PK-Killer. Die Ashura Kai fanden Schlupflöcher im System, um den Schaden, den diese PK-Killer anrichten konnten, zu verringern. Allerdings konnte jemand all das umgehen, indem er ihr Versteck angriff. Die Jungs sind schockiert, als sie sehen, worauf sie hinaus will, und erkennen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Da Penselgon zu den Ashura Kai gehört, weiß sie genau, wo sich deren Versteck befindet, und sie erklärt, dass diese Bande von Feiglingen ihr gerade ein Dorn im Auge ist. Deshalb hat sie sich überlegt, dass sie die Ashura Kai zerquetschen sollten. Ein Blick 2 Wochen in die Zukunft zeigt, dass Shangri-La Frontier ein Sommer-Update bekommen wird. Das wird auch genau der Tag sein, an dem unsere Helden gegen Vesaemon, den Grabwächter, kämpfen, und wir sehen zu, wie das Update abgeschlossen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal für täglich neue Anime-Zusammenfassungen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!